Da sind wir live an einem Freitagvormittag wie üblich. Ja, ich begrüße meinen Gast Axel Reitz und rein theoretisch haben wir auch den Jörg Sprave hier wieder dabei. Axel, grüß dich erstmal an diesem kalten Freitagmorgen. Bei dir auch so kalt und in Pulheim? Minus 10 Grad, war schon mit dem Hund draußen heute Morgen. Es war ganz furchtbar und auch wieder furchtbar. Wir haben es eben ausgetestet. Hier versagt der Ton schon wieder, warum auch immer. Wir haben uns eine Dreiviertelstunde vorher getroffen. Und wir können uns das manchmal nicht erklären, warum das so ist. Es ist, wenn es ein Update irgendwas gibt. Ich kann hier noch versuchen, irgendwas zuzumachen, aber es ist alles zu, was ich zumachen kann. Okay, wollen wir es so versuchen? Ja, Jörg Sprave, ich muss dazu sagen, Axel, ich habe schon mal was zu Jörg Sprave gemacht. Und zwar ging es darum, hat er sonst sowas wie von einer Zombie-Apokalypse gesprochen, spricht jetzt aber doch mittlerweile von einem Blackout, ist ein Geschäftsmann, sehr erfolgreicher Geschäftsmann, glaube ich, im Bereich so Vertrieb von Armbrüsten und allen möglichen in seinem Shop. Ist damit, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich. Und ich fand es ein bisschen, was heißt ein bisschen? Ich will kurz einen Schlenker machen. Und zwar, dieses Video hat mich wirklich so hart abgeholt, weil mit dieser Angst so gearbeitet wird über den Winter, ne? Blackout, Preppen und so weiter. Kann ja jeder machen. Man soll vorbereitet sein, gerne. Aber die Tonalität war schon so, bewaffnet euch auch, kauft in meinem Shop und falls jemand mal aus Versehen bei euch klingelt, dann erstmal einen Bolzen durch die Tür jagen. Ja, und dann wurde auch nicht mehr von Zombie-Apokalypse gesprochen und ich sag mal so, diese Tonalität hat genau auch hier The Brain übernommen mit Zombie-Apokalypse. Da gibt es auch ein Outdoor-Video von ihm. Und unter seinen Videos tummeln sich schon sehr, sehr viele Blaue, sehr, sehr viele Reichsbürger-affin, obwohl er es immer wieder betont, er ist keiner davon und er findet die scheiße und so weiter. Trotzdem hast du deren Ton drauf. So, dann ging es bei dem Video richtig ab, auch die Diskussion darunter, war der Jörg auch dabei. Dann habe ich einen lieben Freund von mir besucht. Einen lieben Freund von mir habe ich besucht, da bin ich hingefahren mit Marisa und dann haben wir über dieses Video gesprochen, auf das, wie ich auch drauf reacted habe. Und da hat mich dieser Freund angesprochen, weil er ein Follower auch ist von dem Jörg und hat gesagt, okay, da bist du vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, Philipp und so weiter. Und ich dann sagte, okay. Und die Meinung von der Person, die ich da besucht habe, die ist mir sehr wichtig und habe da wirklich intensiv drüber nachgedacht, ja, okay, war das zu doll? Das ist genauso, ich habe ja wenige Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich mich hier so politisch austausche, deswegen ist mir deine Meinung ja auch immer so wichtig und dann so von drei, vier anderen, die sich auch mit den Themen beschäftigen. Und habe dann drüber nachgedacht und habe dann an dem Abend aber noch zu ihm gesagt, pass auf, das wird nicht das Letzte vom Jörg gewesen sein. Der ist jetzt erstmal in diesem Strudel drin und da werden noch andere Thematiken aufgegriffen worden, ja, weil... Auch Jörg, wenn du das hier wieder siehst, es geht nicht per se gegen dich als Person. Das ist, glaube ich, immer so dieser Angriff, den viele dann so falsch verstehen, sondern es ist, was bedienst du mit dem Talk, den du machst, den werden wir uns gleich reinpfeifen. Und es ist, Axel, das, was wir gesehen haben, wenn man sich erstmal mit den Themen manchmal beschäftigt und von dieser Bubble dann auch so eine Art Applaus bekommt, dann fängt man an, auch gewisse andere Themen zu übernehmen und das werden wir in diesem Video sehen. Also von daher würde ich sagen, habe ich in dem ersten Video nicht so daneben gegriffen und ich bin gespannt, was hier jetzt kommt. Hast du dich mit dem Thema Jörg Sprave schon mal beschäftigt, Axel? Bis du mir gestern vorgeschlagen hast, auf ihn nochmal zu reacten, musste ich erstmal in meinen kleinen grauen Zellen kramen und dann fiel mir ein, der ist vor Jahren mir mal aufgefallen, weil er bei TV Total zu Gast war mit sehr lustigen Geschichten. Der ist damals eigentlich nur so ein Erfinder, sage ich jetzt mal, gewesen, der ganz tolle Sachen erfunden hat, wie ein Katapult, mit dem dann Klobürsten verschossen werden können. Und hat damit dann seine Followerschaft aufgebaut, bis er dann irgendwann über die Änderungen der Monetarisierung von YouTube plötzlich gemerkt hat, oh, ist jetzt schwieriger, über Werbeeinnahmen Kohle zu verdienen. Jetzt muss ich irgendwie auch was verticken. Und dann hat er sich darauf spezialisiert, halt legale Waffen zu verkaufen. Ja, er ruft auch immer dazu auf, hier ne, ist alles legal und nicht verwenden. Hat jetzt aber dann seine Tonalität wirklich umgeschlagen. Ich habe mir gestern noch mal ein, zwei Videos angeguckt, wo er dann wirklich auch dann hier vom Krisenwinter, von Blackout, Plünderungen und ja, so weiter genau, und ja. So fort dann spricht. Das ist tatsächlich natürlich sehr verkaufsfördernd aus seiner Perspektive, aber ist natürlich schon eine krasse Angstpolitik und deswegen auch sehr gefährlich, weil er eben sehr, sehr viele Follower hat,
die ihn einfach noch kennen als den netten Bastler, als derjenige, der eben dann so ein paar lustige Gimmicks verbreitet hat und der jetzt solche Töne anschlägt, das hat schon sehr großen Einfluss und das halte ich für sehr, sehr gefährlich, weil es meiner Ansicht nach sehr, sehr undifferenziert ist Genau. Und tatsächlich darauf abzielt, wirklich Panik zu verbreiten, ne? Ja, es ist im Endeffekt, es ist das, was wir seit vielen Jahren hier versuchen aufzuklären und darauf hinzuweisen, es ist die Arbeit mit Angst, ne? Erstmal grundsätzlich, ja, womit auch Extremisten arbeiten, und ich will jetzt den Jörg noch nicht in diese Ecke stellen, aber er holt sich den Applaus aus diesen Ecken, ja? Also hier werden auch Dinge fallen wie die da oben, ne? Und das ist dann schon immer für uns, ja, wenn ich das so höre von jemandem, dann frage ich mich, okay. Und die Frage wäre auch an den Jörg dann nachher, wer ist die da oben? Gehört man mit einem großen Unternehmen, der containerweise Armbrüste nach Deutschland schafft oder sonst was? Ist das nicht auch einer von denen da oben? Aber ich würde sagen, wir steigen mal in das Video ein. Axel, vielen lieben Dank für deine Zeit. Und ich würde dann jetzt hier Gas geben. Ja, liebe Freunde, hier mal wieder eines dieser Videos, die ich eigentlich nie machen wollte. Aber tut mir leid, es muss sein. Dear English speaking audience, another video about things that happen here in Germany. As always, a short English version is attached and you can watch it here at this timecode. Ja, der 7. Dezember 2022. Ich sitze im Taxi zum Flughafen von Taipei. Rückkehr von einer Geschäftsreise. Ja, ich sitze da so und checke also unterwegs die News und lese von einer angeblichen Umsturzaktion, die in letzter Sekunde durch einen Großeinsatz der Polizei verhindert werden konnte. 3000 Polizisten haben 150 Objekte durchsucht, haben 25 Verschwörer festgenommen und angeblich auch etliche Waffen sichergestellt. Ein Adliger mit dem klangvollen Namen Heinrich der 13. Prinz Reuß soll der Anführer gewesen sein und wollte nach einem gelungenen Staatsstreich dann unser wunderschönes Land regieren. Ja, wir haben beide über diese Aktion mit Reichsbürger noch gar nicht gesprochen, Axel. Ja, zu dieser Aktion kann man mit Sicherheit differenziert sehen. Ich bin pro der Durchsuchung, ja, wenn Menschen sich zusammentun und sagen, sie träumen von einem Tag X. Aber ich bin auch Realist und weiß auch, dass diese Truppe das nicht geschafft hätte. Ja, also es geht, glaube ich, nicht darum. Ich glaube, es wurde in einigen Medien so kommuniziert, als wenn es kurz davor stand, dass eine Art Putsch stattfindet. Und das ist natürlich von dieser Gruppe nicht ausgegangen. Aber es geht ja immer... Gut, aber die Planungen waren ja da. Also letztlich muss man sagen, wenn sich Leute zusammenfinden und Umsturzpläne dann schon irgendwie im Kopf haben, dann ist es richtig, dass der Staat nachschaut, was steht tatsächlich dahinter, was sind das für Leute, dass da durchgegriffen wird, da bin ich vollkommen für Law and Order. Die Frage ist natürlich nur, ob sie dann tatsächlich so gefährlich waren, wie es in den Medien dann schon vorweggenommen worden sind. Da bin ich skeptisch, genau, weil es doch ja ein sehr kleiner Haufen war. Aber es geht ja auch immer darum, das muss man auch sagen, hier geht es um das Präventive. Die Frage ist dann immer, wie der Jörg und seine Bubble das sehen würden. Was ist, wenn seine Frau von einem von dem im Krankenhaus, weil er seine deutsche Reichskrankenkarte von der Krankenkasse von Peter, dem ersten König von Deutschland, geben möchte und nimmt die nicht und holt eine Armbrust raus und jagt den Bolzen seiner Frau durchs Herz. Wie dann das Drama wäre, weißt du, also seine Frau ist Ärztin, irgendwo Chefärztin, irgendwo Krankenhaus oder Oberärztin. Weißt du, das ist immer so dieses, es hat mich noch nicht betroffen, ja, ich lebe irgendwo in Hessen, mir geht's gut, ich habe ein tolles, gut gehendes Unternehmen und so weiter, was juckt mich das, wenn irgendwo anders irgendjemand festgenommen wird? Und das ist für mich, na klar, hörst du 3000 Beamte, ich selber hatte bei einer Durchsuchung, waren bei mir mindestens immer 10 Beamte dabei, mindestens. Ja, also das ist ganz normal, dass sogar dann, und wenn du dann noch die Streifenpolizisten mitnimmst, die dann auch noch die Straße absperren, links, rechts und noch irgendwie gucken, Fluchtwege absichern von dem Objekt, das zu sichern ist, du kommst bei 150 Objekten, kommst du locker auf die 2.000, 3.000 Polizisten. Hör mal, wo ich damals 2012 wegen dem AB-Mittelrhein-Verfahren in U-Haft gekommen bin, da wurde ja auch gegen kriminelle Vereinigung ermittelt.
Bei mir war ein leitender Staatsanwalt in der Bude. Es war eine Hundertschaft Polizei draußen. Ja, die haben RTL, Sat.1, Frühstücksfernsehen bestellt, die dann gefilmt haben, wie kistenweise Propagandamaterial bei mir aus der Bude rausgetragen worden ist. Du kommst sehr schnell auf diese Beamten. Also gerade auch, wenn mehrere Leute dann angeklagt werden und dann auch Waffen eventuell im Spiel sind. Zumindest der Verdacht besteht, da muss ja ganz besondere Vorsichtsmaßnahme dann auch eingeplant werden. Da gibt es ein SEK, was vielleicht Gewehr bei Fuß steht. Das ist jetzt nicht so hoch, was da im Einsatz war. Ne? Ja, und es ist immer wieder, pass auf, wir beide haben viel Zeit unseres Lebens im Extremismus verschwendet. Und wir wissen, egal, ob es das heißt jetzt, ja, da wurde es so abgetan, so ja, so ein 70-jähriger Rentner sitzt da oder so. Ja, oder irgendwelche Alten. Das ist doch, da gab es dann so Bilder, die da auch aus diesen Bubbles kamen, so ja, so eine Rentnergang auf dem Weg zum Umsturz und so weiter. Was mich daran so aufregt, ist es ja nicht, dass es diese Verharmlung regt mich erstens auf und zweitens geht es ja immer darum, erstens können die auch selber noch was machen, die können auch selber durchdrehen und darum geht es, dieses auf einmal schwappt das Fass über, ja, und man nimmt sein Auto und rast in eine Menge irgendwo Polizisten, Demonstranten oder sonst irgendwas oder stürmt irgendein Rathaus und knallt da irgendein Bürgermeister ab oder irgendwas. Und es geht ja auch immer darum, wen die noch beeinflussen. Wenn es diese Netzwerktreffen gibt und es wird da dauerhaft drüber diskutiert, dieser Staat muss abgeschafft werden, die Politiker und dann tauchen da Chats auf, die dann dort... In denen es um Umsturz und Aufhängen und Politiker und sonst irgendwas geht, dann ist das wichtig, dass der Staat dort Zähne zeigt und sagt, nein, das geht so nicht. Ja, also da muss doch zugeschlagen werden. Ab wann würde ich ja den Jörg fragen, ab wann wäre es denn okay gewesen? Wenn sie 100 sind, wenn sie 1000 sind, wenn sie die ersten 5 getötet haben, die ersten 50, 500 oder ab wann wäre es okay? Es ist ja erstmal auch überhaupt nichts passiert. Ja, die Leute sind zum Großteil nicht in U-Haft gekommen. Es wurden Dinge gefunden und es finde ich auch sehr, sehr wichtig und richtig, dass der Staat bei einer potenziellen Gefahrenlage durchermittelt. Und auch wenn es ein kleines Grüppchen ist, was hier vom Umsturz irgendwie faselt, natürlich standen die nicht kurz vor der Machtergreifung. Natürlich haben die jetzt kein riesiges Netzwerk in der Bundeswehr, in der Polizei, in den Staatsanwaltschaften, um hier die Revolution anzuzetteln. Aber sie tragen dieses Gedankengut weiter, sie sorgen für eine latente Gefahrenlage, weil was letztlich bei rumkommt, wenn die Leute sich in diesen Wahnvorstellungen verfangen, das haben wir oft genug gesehen. Wir haben ja schon in verschiedenen Streams drüber gesprochen, wie der Rechtsterrorismus seine hässliche Fratze gezeigt hat. Ja, wir haben gesehen, dass Menschen ermordet worden sind, entweder weil sie die falsche politische Gesinnung hatten und auf einer Feindesliste standen oder aber, weil sie einfach dann in der Tanke die Maskenregelung durchsetzen wollten. Ja, ja, das reicht ja schon. Das sind alles Leute, die aus diesem Milieu kommen, die von diesen Gedanken, ja, dieser totalen Anti-Haltung dem Staat gegenüber, die ja absolut militant sich dann auswirkt, infiziert worden sind. Ich glaube, Axel, ja? Das beste Beispiel dafür ist Ida Oberstein, also der Tankstellenmord. Ja, jemand, der so viel... Ja, genau, das und das vor allem, da war es ja jetzt kein Politiker, da war es kein Staatsanwalt, da war es einfach ein armer junger Mann, genau, der in der Tankstelle gearbeitet hat und der sagte, hier bitte die Maske anziehen, das ist hier Pflicht. Ja, das hat denjenigen dann so getriggert, der in diesen Wahnvorstellungen verhaftet war, dass er nach Hause gefahren ist, eine Waffe geholt, er kam wieder, hat den erschossen. Und das kommt aus diesem Milieu. Ja, das sind die Gedankengänge, die diese Leute sehen, die jetzt eben da in den Fokus geraten sind. Und ganz ehrlich, da bin ich auch ganz straight als liberaler Law and Order, wenn sich Leute hinsetzen und einen Staatsumsturz planen und sei es auch nur in der Theorie, dann müssen sie damit rechnen, dass der Staat zurückschlägt. Ja, und das auch präventiv. Und dann noch rumzuheulen, ach die armen alten Leute und was sollen die denn machen? Ja, tut mir leid. Ne? Auch alte Leute können eine Waffe halten, auch alte Waffe können junge Leute anleiten, Scheiße genau, zu bauen. Genau, das ist das doch. Es geht doch auch um die Anleitung, dass du erstmal Strukturen schaffst und dass du nachher Menschen um dich herum scharst, die dann auch Aktionen oder Dinge machen. Ja, die Ideologen sitzen ja ganz oft, das haben wir auch bei Mo Asuman, es wird übers Radio, über Internet wird aufgehetzt und gemacht, dass Trottel XY um die Ecke, der sowieso Frust hat, losgeht und dann Aktionen macht. Und ich möchte einfach nicht... Und Axel, mal eine Frage. Was meinst du, welcher Whataboutism kam hier bei dem Jörg? Und bei seiner Community unter dem Video. Bei 3000 Polizisten im Einsatz. Was meinst du, welcher Whataboutism kam?
Natürlich kommt denn, warum greift ihr nicht mal gegen die Clans durch oder gegen die Klimakleber? Oder, ja, genau. Das ist immer, aber da muss ich halt sagen, ich kann das ja alles scheiße finden. Ja? Ich kann Reichsbürger scheiße finden, ich kann Clankriminalität scheiße finden, ich kann Klimakleber scheiße finden, ich kann das alles scheiße finden. Ich muss deswegen nicht das eine in Schutz nehmen. Und das finde ich halt immer billig, dass sie mit Argusaugen auf die Leute immer gucken, die für sie ein politisches Feindbild darstellen, die Leute, die ihnen dann näher stehen. Jetzt ist aber übertrieben. Bei den anderen kann nicht hart genug vorgegangen werden, aber dann die eigenen Präferenzen, ja, hier, da ist jetzt aber übertrieben. Liebe Leute, ne, ich sage, wenn ihr einen Grundsatz habt, dann handelt nach diesem Grundsatz, dann spielt es überhaupt keine Rolle, ob die von links, rechts oder religiös motiviert sind. Extremismus ist immer scheiße. Und dass der Staat dort gegen angeht, da bin ich sehr dankbar und glücklich drüber. Ich lasse das Video mal laufen und dann gucken wir die Problematik von Jörg an. Ich finde es auch, ich muss es sagen, und Jörg, ja, auch das, wenn du das Video wieder siehst, es ist mit dieser so suffisanten Art ist es leider, dass wir das bei vielen anderen auch beobachten, die genauso auch Hass und auch versuchen, auf diese Art und Weise zu verbreiten. Ne? Also das ist keine neue Erfindung von dir, hier suffisant über irgendwas zu lächeln, und wir verstehen die Botschaft davon schon. Ne? Wow, aber das sind doch mal News, ja, oder? Also das haben wir ja nicht jeden Tag. Naja, nach meiner Landung in Frankfurt, 15 Stunden später, sind die News schon ein wenig detaillierter. Im Minutentakt kommen mehr Details ans Licht. Und es wird mir immer klarer. Das ist einfach nur eine PR-Kampagne der Regierung, die sich ein paar arme Spinner zunutze gemacht hat, um uns die Freiheit zu nehmen. Boah, da kann ich gar nicht. Da kann ich gar nicht. PR-Kampagne der Regierung. Ich meine, die sich ein paar arme Spinner, ja, aber glaubst du denn, arme Spinner sind nicht gefährlich? Glaubst du, arme Spinner bleiben arme Spinner, wenn die sich bewaffnen oder wenn sie Gift und Galle spucken und, wie gesagt, damit andere Leute beeinflussen? Ja, also wir leben ja zum Glück in einem System, in einem Staat, in einer Demokratie, die so stark ist, dass die politischen Ränder immer nur ein paar Spinner sind. Aber die können alle brandgefährlich sein. Ja? Auch die Islamisten sind nur ein paar Spinner. Ja, würdest du da auch sagen nach den Anschlägen im Berliner Weihnachtsmarkt, ach komm, die paar Spinner, da müssen wir jetzt gar nicht drauf schauen, sind ja nur ein paar wenige. Ja, dass da jetzt irgendwie gegen vorgegangen wird, ist eine PR-Kampagne der Regierung. Also das ist schon... Ist schon zynisch, würde ich sagen. Ne? Aber ja, und die Frage ist, hat der Jörg sich damit beschäftigt? Er sagte dann so, dass Presse teilweise vorher informiert wurde, teilweise eine Woche oder 10 Tage vorher. Ja, Polizei arbeitet mit gewissen Presseorganen zusammen, wo sie wissen, dass dort kein Geheimnisverrat passiert. Das heißt, hat man sich erarbeitet, es haben sich gewisse Medien erarbeitet. Auch bei mir war das so, wenn Durchsuchungen waren, waren da teilweise schon Fernsehkameras mit, war da Presse mit, und da ging es mir nie darum zu sagen, natürlich will der Staat, auch der Staat muss auch Werbung betreiben, das ist so. Der will den Bürgern zeigen, der nimmt Presse damit hin und zeigt den Bürgern und sagt, hier haben wir heute was gemacht, hier haben wir heute ein Netzwerk aufgedeckt, die sich regelmäßig getroffen haben und irgendwann geplant haben, mit Waffengewalt gegen den Staat und gegen Bürger vorzugehen. Natürlich macht der Staat dafür Werbung. Das ist doch nicht neu. Das hat der Jörg hier doch nicht neu entdeckt. Das gab es schon, ich glaube, das gab es schon teilweise zu RAF-Zeiten. Es schwingt ja aber eine gewisse Parteilichkeit mit. Ja, wenn man jetzt ein unbefangener Beobachter ist, der sieht sich so einen Beitrag an und denkt sich, oh ja, gut, hat der Staat jetzt mal geguckt, was da los ist und ist gegen die vorgegangen, und wenn da Straftaten passiert sind, ist es richtig, Konsequenzen zu verfolgen. Was ist jetzt sein fucking Problem damit? Warum sitzt der jetzt da, PR-Kampagne, ein paar arme Schweine, hahaha, wo ist sein Problem? Also ich verstehe jetzt nicht, was er jetzt da für eine Parteilichkeit hat, dass er meint, im Staat auf die Finger zu schauen und zu sagen, oh, das hier gegen potenzielle Staatsstreichbetreiber und Putschisten vorgegangen wird, gegen Leute, die das gesamte demokratische System delegitimieren, ja, die eine massive Hetzpropaganda betreiben gegen Politiker, gegen andere Instanzen des Staates und der Gesellschaft. Wo ist jetzt sein Problem? Warum sagt er jetzt, da sollte nicht gegen angegangen werden? Hier schreibt gerade jemand, ihm geht es darum, 25 Personen bauen Scheiß und 80 Millionen Personen bekommen eine Waffenrechtsverschärfung. Ich glaube, darum geht es ihm. Ja, also die...
haben wir ja noch gar nicht. Also da muss ich auch mal zu sagen, tatsächlich das Waffenrecht ja in Deutschland schon relativ streng, dass gesagt wird, wenn jemand Mitglied einer verfassungsfeindlichen Organisation ist, darf er keine Waffe mehr besitzen. Ja? Dass jetzt von einer Verschärfung gesprochen wird, halte ich auch für unsinnig, weil das schon scharf genug ist, wenn es konsequent umgesetzt wird. Ja, und es steht ja noch gar nicht fest, ob jetzt die Frau Faeser mit dieser Verschärfung durchkommt oder nicht. Da sind ja noch ganz andere Hürden. Der Marco Buschmann als Justizminister hat ja schon widersprochen, indem er genau das ausgeführt und sagte, nee, das ist schon so weit gediehen, dass wir dagegen angehen können, wenn Extremisten sich eben Waffen bemächtigen wollen. Wir brauchen keine Verschärfung. Genau. Also, und wenn es ihm darum geht, soll er es doch sagen. Dann soll er doch einfach sagen, von wegen hier, okay, wegen 25 Leuten sollen 80 Millionen jetzt irgendwie in Sippenhaft genommen werden. Das wäre ein valider Punkt, da kann man drüber streiten. Aber das macht er eben nicht. Er stellt jetzt das gesamte Eingreifen des Staates gegen diese Extremisten als lächerlich PR-Kampagne. Ja, PR-Kampagne der Regierung und so weiter und wie lächerlich. Und 3000 Beamte, dafür ist die Polizei nun mal da, dass sie auch in der Mannstärke und so los muss. Das haben wir. Es geht ja einfach auch ums Business hier. Ja, hier geht es auch um Verkäufe. Ja, habe ich hier Angst um meine Freiheit oder habe ich hier Angst um mein Business? Ja, das ist ja auch grundsätzlich erstmal. Und ich würde jetzt hier auch in den Chat mal reinfragen. Ich meine, ich habe gerade gelesen, dass es Probleme gibt, dass der Verfassungsschutz Daten nicht weitergeben kann an Waffenbehörden aufgrund von einer Trennung, ja, dass der Verfassungsschutz nicht Extremisten melden darf, die Waffen besitzen. Da gibt es Schnittstellen, da gibt es Probleme, irgendwie verfassungsrechtliche Bedenken, habe ich gerade gelesen. Ich möchte nicht, dass Extremisten, die auch als Extremisten geführt werden, also wo es bewiesen ist, ja, also wo es ganz klare Anzeichen gibt, was der Verfassungsschutz festgelegt hat, das ist hier jemand, der jetzt extremistisch unterwegs ist. Ich möchte nicht, dass der einen Waffenschein hat. Ich möchte nicht, dass der gerade wir beide, Axel, wären ein Ziel davon mit Sicherheit, die immer wieder auch Extremisten durch den Kakao ziehen und so. Ich möchte nicht, dass die mit halbautomatischen Waffen draußen auf der Straße umherlaufen. Philipp, ich möchte sogar noch weitergehen. Ja? Ich möchte keine Zustände wie in den USA haben, in dem es Normalität ist, dass normale Bürger sich bewaffnen. Ja? Ich bin der Meinung, wir müssen in einem Staatssystem leben, in dem der Waffenträger, ja, die Polizei ist, die sich auch um Recht und Ordnung zu kümmern hat, so dass der Bürger keine Angst haben muss, sich selber zu bewaffnen. Ich kann diese Ängste verstehen, dass Leute sagen so, oh, ich fühle mich nicht sicher, ich will eine Waffe haben, aber malen wir uns mal aus, es würde jetzt jeder Wutbürger, es würde jeder Geängstigte oder auch jeder Spinner, jeder Verrückter, jeder Egomane so leicht an Waffen kommen, wie es in den USA der Fall ist. Wie sähe es dann hier aus? Ja, wären sicherere Straßen? Ich denke mitnichten, im Gegenteil, weil die Leute dann sehr schnell den Finger am Abzug hätten. Und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht in so einem Land leben, wo ich mich selber bewaffnen muss, weil ich davon ausgehe, dass bei irgendeiner kleinen verbalen Entgleisung der Nachbar oder der Verrückte der drei Straßen weiter schon dann die Plämme rauszieht. Ja, ich finde es immer wirklich auch schade, wenn man da so hinguckt, dass die Leute sich da drin so verlieren, anstatt auch mal zu sagen, okay, dass der Staat dann da auch was gemacht hat, ist halt auch wichtig. Der Druck gegenüber diesen Gruppen ist wichtig. Wir selber wissen das, wie wichtig das ist, dass der Staat auch gegen Extremisten, wie wir es waren, auch vorgeht. Ich selber habe in meiner Geschichte mehrmals erzählt, auch dieser Druck des Staates hat mich auch zermürbt. Und Jörg, mein Lieber, ich war jemand, der sich Waffen besorgt hat und ich habe auch Waffen und Munition von Leuten bekommen, die einen Waffenschein haben und so weiter. Tu hier nicht so weltfremd und sag, ja, so ein paar verwirrte Spinner und so weiter, sondern viele, die auch mit Waffen rumhantieren, haben auch einen Hang auch zum Militarismus, Axel. Das ist so, siehe auch NSU, ja, auch die haben Waffen besorgt bekommen von Leuten, die legal an Waffen rangekommen sind. Ja, also wir haben auch in der Clankriminalität, um mal eins der Lieblingsthemen eben dann von seiner Bubble dann anzusprechen, auch da haben wir ein erhebliches Problem mit Schusswaffen, mit verbotenen Waffen, die dort eben auch über diesen Weg besorgt werden, dass legale Strohmänner die einkaufen und dann zu Hause rumliegen. Ja, also es ist nicht so alles eitel Sonnenschein und ich finde es auch schon richtig, dass hier die geltenden Gesetze, die schon sehr scharf sind, auch dann konsequent angewandt werden. Ja, also ich mag da gar nicht drüber nachdenken, über diese Zustände und ich weiß, es ging darum und vielleicht greifen wir den Punkt jetzt hier nochmal auf, Axel, ich glaube, neuer Rekord, 1 Minute 35, 24 Minuten. Das, was viele danach getriggert hat und da wundere ich mich, dass manche Leute sich vielleicht mit dem Thema nicht intensiv auseinandersetzen. Der Jörg hat seine Firma und beschäftigt sich mit dem Thema Waffenrecht und so weiter.
Axel und ich, die dann auf die Politik schauen und wissen, es passiert eine Aktion. Dann gibt es bei Twitter gibt's auf einmal hunderttausende Nachrichten dazu. Es wird nach Anti-Waffengesetzen gefordert, alle Waffen, wir müssen Gesetze ändern, wir müssen das Land, was weiß ich, da gibt es tausend Ideen, jeder Politiker rotzt auch irgendwas bei Twitter raus, muss man mal sagen, da kommt viel dummes Zeug nach solchen Aktionen und die kommen von ganz rechts bis auch nach ganz links, wird da was rausgehauen, von mit Chat-Kontrolle, mit gar keine Waffen mehr, Bundeswehr abschaffen, weil auch Militarismus, keine Ahnung, und da muss man eh abwarten, pass auf, das kocht jetzt drüber, es gab eine Aktion, es heißt, ja, Da war ein Adliger, ja, der dann irgendwie einen Anspruch hat, irgendwie auf Thüringen oder sonst irgendwas. Und da fällt mir doch ein, das könnten wir mal einbauen. Thüringen. Und alle, die sich mit Politik beschäftigen, wissen, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja, dann gibt es auch immer wieder diese Maßnahmen, ja, dann sollen Chats kontrolliert werden und jemand soll beweisen, dass er kein Extremist ist. Ja, wie soll man das beweisen? Keine Ahnung. Also, ich habe das alles gelesen und wusste, okay, das ist jetzt Säbelrasseln. Alle wollen jetzt hier irgendwie einen Tweet absetzen oder irgendwas in der Kamera sagen. Aber da malt die Justiz und die Gesetzgebung und so weiter. Du hast es gesagt, unser Justizminister, das ist doch alles viel, viel langsamer als das, was hier gesagt wird. So, morgen geht die Welt unter, morgen ist die Freiheit weg. Ich meine, Jörg, du sitzt da, du verkaufst massenweise Waffen, also irgendwie Armbrüste, die man wie mit einem Magazin abfeuern kann. Also weiß ich nicht, ob man das immer so braucht. Also ist für mich einfach auch die Frage, ne? Er bedient ja damit eine Grauzone. Ja, es gibt ja also tatsächlich sehr viele Waffen, die er auch im Angebot hat, die potenziell tödlich sind, die einfach nicht auf den entsprechenden Listen stehen, weil sie kaum verkauft worden sind, weil sie deswegen auch kaum bei schweren Straftaten Verwendung gefunden haben oder überhaupt gar keinen Eingang in die Kriminalitätsstatistik gefunden haben. Und das ist natürlich ein Feld, was er mit seinem Versand auch gezielt besetzt. Ja, also bei ihm kann man Waffen kaufen, die tödlich sind, mit dem Verweis, dass sie dann nur für sportliche Aktivitäten Wilhelm Tell-mäßig benutzt werden können. Nur was dahinter steht und auch die Werbung, die betrieben wird, gerade auch in Verbindung mit Ansagen wie, oh hier, wenn demnächst der Blackout kommt und die Plünderungen losgehen, bestellt mal schön bei mir, dass ihr eine Eigensicherung habt. Das spricht ja eine ganz andere Sprache als eben dann das Sportliche oder eben dann der Effekt, ja, wir basteln uns ein bisschen was. Da ist er ja ganz klar in einer Linie drin, wo er auch dann das herbeiredet, ne? Axel, und ich muss auf einen Kommentar eingehen, weil die Leute das für uns Lächerliche ziehen oder einer hier, weißt du? Ein paar verwirrte Würstchen wollten mit ein paar Schreckschuss und Armbrüsten irgendwie einen Putsch planen, um unter anderem den königlichen Bundeskantinenkoch zu installieren. Stimmt, das Puh nochmal gut gegangen. Darum geht es doch nicht. Dass dieser Putschversuch nicht mal stattgefunden hätte, dass die vielleicht nicht mal eine McDonald's-Filiale hätten übernehmen können, das ist uns auch klar. Es geht aber darum, was dort untereinander verbreitet wird und dass du nachher Leute hast, die sich da so doll reinsteigern, die aus dieser Eskalationsstufe nicht mehr rauskommen, die dann sagen, okay, ich muss jetzt was tun, wieso klappt das nicht, wieso wird unser Fürst nicht eingesetzt? Und dann losgehen und dann auch von mir aus auch als Lone Wolf oder zu zweit oder zu dritt Attentate begehen. Das ist das, was damit befeuert wird. Und das, ich kann euch das empfehlen, hört euch die Rede an von diesem verwirrten Prinz. Der hält eine Rede auf Englisch bei irgendeinem Wirtschaftsforum in der Schweiz, glaube ich. Was der da in 30 Minuten abgelassen hat. Ich weiß nicht, wer von euch das gesehen hat. Axel, hast du dir das reingezogen? Na klar, logisch. Also, das ist so wirr. Das ist so wirr, was der da gefordert hat und Thüringen zurück und Schlösser und 1918 Versailler Vertrag und dann Hitler und er will das zurück und so weiter. Und Jörg, weißt du was? Es gibt tausende Menschen, die das glauben. Die irgendwo reinkommen, die beschäftigen sich damit und die fangen an, alle anderen als Marionetten zu sehen. Die sagen, wir sind bezahlte Scholz-Jünger und so weiter. Das wird damit befeuert. Damit wird es befeuert. Und das ist die Gefahr, dass irgendwelcher Idiot davon losgeht und Leute abknallt. Es wird ja auch ein militantes Vorgehen befürwortet. Es wird ja ganz klar gesagt, der Staat hat nicht die Legitimation, dieser Marionettenstaat, diese Besatzerregierung,
wenn die was von uns wollen, ob es Steuern sind, ob es irgendwie ein Parkticket ausstellen ist oder tatsächlich eine sonstige Aktion, geht dagegen an, ihr habt das Recht und die können euch gar nichts, die Gesetze gelten tatsächlich nicht, wir haben das erkannt, wir haben unsere eigenen Gesetze, ja, unsere eigenen Ausweise, unsere eigene Verfassung, wir zeigen denen den Stinkefinger und Leute glauben das. Ich habe Leute kennengelernt damals schon, die das tatsächlich geglaubt haben. Wir haben Waffen gehortet, wir haben als Kameradschaft, wir haben Maschinenpistolen besorgt und so weiter, in dem Glauben, ja, irgendwann erhebt sich irgendwas und wir gehen los und gehen auch ins Polizeirevier und versuchen das zu übernehmen. Ja, also Wir haben doch den Fall auch behandelt, wo eine Kontrolle wegen Waffen stattfinden sollte vom Ordnungsamt, sich der Reichsbürger dann mit seinem Kind und seiner Frau verbarrikadiert hat und gedroht hat, eben dann das Feuer zu eröffnen. Das sind Dinge, wenn wir uns mal die Kriminalitätsstatistik anschauen, die mit diesem Klientel sehr häufig passieren. Ja, also zum Glück ist da noch relativ wenig passiert, muss man sagen. Aber es ist an der Tagesordnung, dass diese Leute militant, bewaffnet, gewaltbereit gegen Vertreter der Exekutive angehen und sich selber legitimiert fühlen, notfalls auch gegen die Gesetzgeber oder gegen die Politiker vorzugehen. Ja? Ich muss hier manchmal, ich muss da noch mal einmal drauf eingehen. Swervelo Inge Brigtsen schreibt, warum hängt man die Razzia dann so groß auf? Weil der Staat muss doch auch Werbung für sich machen und sagen, hier, wir greifen durch, wir haben ein Auge auf rechts. Es wird auch, danach gab es eine Razzia auch bei wegen krimineller Vereinigung gegen die letzte Generation. Ja, auch der Staat muss Werbung dafür machen. Hier, unser Verfassungsschutz hat hier gearbeitet, hat hier diese Erkenntnisse und so weiter. Ja, das ist doch auch ein Apparat, der trotzdem für sich werben muss und sagt, hier, wir sind eine Behörde, die auch einen Sinn hat und dafür sind wir da und so ist das passiert. Das ist völlig legitim, das so zu tun und das war und ist überall so. Also das ist ja keine deutsche Sache, eine große PR-Kampagne, sondern das wird überall auf der Welt gemacht. Und es ist ja auch legitim, wenn darüber in den Medien spekuliert wird, was ist für ein Zweck damit vielleicht verfolgt worden. Das gehört zum Diskurs dazu, aber es wird halt immer gerne dann zum Anlass genommen, die gesamte Aktion zu legitimieren. Ich habe ja auch gerade schon so einen Kommentar wieder gelesen, wie viele Extremisten wird es in Deutschland geben, 20, mir doch egal, ob die eine Armbrust besitzen. Ja, bis dich mal einer über den Haufen schießt, weil du eben nicht mit ihnen laufen willst, weil du keinen Bock auf die hast. Ja. Also so geile Kommentare immer. Ne? Also deswegen auch, oh, mir doch egal, gibt's Schlimmeres. Ja, natürlich gibt's Schlimmeres. Ja, klar gibt es immer viele Sachen, die schlimmer sind, aber auch das ist schlimm genug, dass der Staat ein Auge drauf haben muss und das gegen angegangen werden muss, wenn sich hier tatsächlich Leute zusammenfinden, die einen gewalttätigen Umsturz planen und sei es auch nur in der Theorie. Genau. Ne? Das ist kein Rentnerclub, der Kanaster spielt, der irgendwie ein Planspiel macht, sondern das sind Leute, die potenziell gefährlich sind. Ja? Und eine potenzielle Gefahr, die muss ausgeleuchtet werden, das ist jetzt passiert und die Leute, die sich strafbar gemacht haben, müssen nach den geltenden Gesetzen dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Das erwarte ich von einem Rechtsstaat und das ist ja auch genau das, was eben dieses Klientel, ja, wir hatten ja auch eine AfD-Politikerin dabei, immer wieder thematisiert, der Rechtsstaat funktioniert nicht, die Gesetze werden nicht umgesetzt, jetzt werden die Gesetze mal umgesetzt, jetzt zeigt der Rechtsstaat die Zähne gegen Extremisten, ist auch wieder falsch, ist auch wieder nicht richtig. Egal, was er machen würde, wäre falsch. Einige, die es scheiße finden, die finden, da könnte man irgendwas gut machen, ist trotzdem irgendwie scheiße. Man findet das Haar in der Suppe, wenn man es finden will, dann findet man das auch. Nichts weniger als das. Lasst mich mal erklären. Aber bevor ich das tue, will ich drei Dinge ganz klarstellen, auch wenn es eine Schande ist, dass ich das überhaupt tun muss. Aber wenn ich das nicht mache, ja, dann wird man mich in die rechter Spinner-Schublade stecken und mich auf diese Weise zum Schweigen bringen. Naja. Zum Schweigen bringen. Also los, auch wenn es weh tut. Also erstens, ich bin kein Anhänger der AfD. Zwar gibt es einige Punkte, in denen die AfD eine ganz vernünftige Meinung hat. Ja, zum Beispiel beim Waffenrecht. Aber die Haltung der AfD zu den Themen Migration, Ukraine-Krieg und Europa kann ich in keiner Weise akzeptieren. Ja? Meine Ehefrau ist als junges Mädchen aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Tja, die Frage wäre, wenn er dann eine Russin kennengelernt hätte, ne? Wie es dann aussehen würde um seine politische Einstellung. Ich würde jetzt aber schon mal, was er vorher gesagt hat, also auch diese, ja, dann wird man in die rechte Spinner-Schublade gedrückt und dann wird man mundtot gemacht.
Wir haben hier auf YouTube, haben wir ja schon behandelt, mitunter Kanäle, selbst aus der militanten Neonazi-Szene, die in einem hohen stelligen Bereich Zugriffszahlen haben. Wir haben eine Partei im Bundestag sitzen, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall geführt wird, was meiner Ansicht nach noch viel zu wenig ist, weil es meiner Ansicht nach eigentlich schon gesichert rechtsextrem gelten müsste. Mit Politikern, die überall auftreten können, die sich überall Gehör verschaffen, die nicht hunderte, sondern tausende von Facebook-Gruppen, von Social-Media-Kanälen betreiben, die Zugriff auf die Tageszeitung haben, die in Talkshows eingeladen werden. Ja, sogar der Björn Höcke durfte im Sommerinterview mit handzahm ausgesuchten Fragen seine kruden Theorien verbreiten. Ja, und er erzählt jetzt hier, wenn man bestimmte Thesen anspricht, dann kommt man in eine Schublade und ist plötzlich mundtot gemacht. Auch das ist eine Fantasie, die mit der Realität nicht in Einklang zu bringen ist. Und auch hier bedient er ein ganz klares Klientel, was sich selber immer als Opfer sieht, was sofort meint, hier in Deutschland gibt es keine Meinungsfreiheit, da wird man in eine Schublade gesteckt und sofort wird man mundtot gemacht. Und das ist einfach gemessen an der Realität Blödsinn. Es ist einfach nicht richtig, was er hier in den Raum stellt. Ja, und das tut er natürlich auch, um da hier Dogwhistling zu betreiben und ein bestimmtes Klientel in seinen Vorbehalten und seinen Vorurteilen zu bestärken. Ja, und wenn er das nicht weiß, dann muss man sagen, ist traurig, dass ich das hier sagen muss. Ja, lieber Jörg, ja, dann hast du entweder A, keine Ahnung oder bist selber reichlich naiv. Ja. Ja, aber auch wie die Welt sich hier so gemacht wird, gerade weil er jetzt den privaten Bezug zur Ukraine hat, würde mich mal interessieren, wie er es sehen würde, wenn er da keinen privaten Bezug zu hätte. Ja, das ist dann immer so, ist die Welt mir so ein bisschen bunt gemacht. Das erinnert mich so an den Yves Rammel, hier so ein Neonazi-Musikvertriebler aus Chemnitz, der dann auch so eine Ukraine-Spendenbüchse hatte in seinem Laden, wo dann Neonazis aus seinem Umfeld runtergeschrieben haben. Meinst du das ernst? Ist das ein Witz mit der Ukraine? Ja, weil er Neonazi-Kommis in der Ukraine hatte und nicht in Russland. Das ist alles immer, die Welt wird mir so gemacht, wie es mir auch gerade meine Lebenswelt passt, und alles andere blende ich aus. Deswegen bin ich jetzt hier auch pro Ukraine, weil meine Frau daherkommt. Aber ansonsten wird es mir eigentlich am Arsch vorbeigehen. Das ist das, was ich hier raushöre, ganz ehrlich. Ja, weil er da einen persönlichen Bezug zu hat und deswegen kann er da mit der AfD nicht übereins. Ansonsten, wenn er jetzt eine Frau aus Dänemark hätte, wer weiß, dann hätte er wahrscheinlich noch einen Punkt, wo er sagen würde, die AfD, Mensch, da hat die AfD aber auch noch einen tollen Punkt. Es ist immer fatal, wenn man persönliche Anekdoten zur Begründung einer eigentlich über das Persönliche weit hinausgehenden Haltung heranzieht. Normalerweise müsste er sagen, ich bin für die Ukraine, weil es nicht sein kann, dass ein anderer Staat einen souveränen Staat überfällt, grundlos versucht hier wirklich dann ein Volk zu versklaven. Das wäre eine Ansage, die kann man unterschreiben, aber wie du schon sagst, ne, dieses Ja, weil ich da persönlich jemanden kenne, kann ich mit denen nicht übereingehen. Was ist das für eine Aussage? Ja. Ja, geht halt nur um mich und nicht ums große Ganze, um die Bevölkerung, die es da geht. Ne? Es geht darum, dass ich will auch kein Beef mit meiner Frau nachher. Nicht, dass sie die Armbrust rausholt. Hat sich zunächst als Putzfrau durchgeschlagen, hat dann Deutsch gelernt, hat dann eine Krankenschwesterausbildung gemacht. Und als ich sie kennenlernte, da war sie OP-Schwester. Und hat dann Medizin studiert. Ja? Heute ist sie promovierte und habilitierte Strahlentherapeutin und arbeitet als geschäftsführende Oberärztin an einer deutschen Universitätsklinik. Wenn es nach der AfD gehen würde, dann hätte man sie wahrscheinlich schon vor 20 Jahren oder so wieder zurück in die Ukraine geschickt. Nein, danke. Ja, also zweitens. Ich halte Reichsbürger für Spinner. Tut mir leid, anders kann ich das nicht sagen. Ja, Deutschland ist also angeblich eine GmbH und wir sind immer noch im Krieg. Ja, klar doch. Wir sind Deutsches Reich und Kaliningrad ist eigentlich immer noch Königsberg. Hm, sicher. Ja. Aber warum dann nicht gleich auf den Stand von 1200 zurückgehen? Na, das war noch was, das war in Deutschland. Dann gehört uns nämlich nicht nur Deutschland, sondern auch halb Frankreich, ganz Österreich, die Schweiz, Norditalien und ein gutes Drittel von Polen. Super Sache, ne? Leute, wacht doch mal auf. Das ist doch purer Blödsinn. Ja, zum Dritten. Auch mit Querdenkern habe ich nichts am Hut. Meine Frau ist Wissenschaftlerin. Ich weiß daher ganz genau, wie gründlich und technisch sauber medizinische Studien durchgeführt werden. Ich bin totaler Fan der evidenzbasierten Medizin und deshalb habe ich mich auch gleich dreimal gegen Corona impfen lassen. Auch wenn es nicht so viel gebracht hat. Aber so wie ich mir jetzt auch schon seit 20 Jahren jedes Jahr eine Grippeimpfung abhole. Das macht einfach nur Sinn.
So, jetzt ist das hoffentlich aus dem Weg geräumt. Ja, jetzt ist alles geklärt, Axel. Also, ich habe mich klar positioniert, aber die Leute, die meine Videos nachher gucken, Freiheit weg, Waffen für alle, ist genau das Klientel, das draufgekommen ist. Ich kann das jedem empfehlen, die Kommentare unter dem Video anzugucken, auch in der Facebook-Gruppe, was da los war. Er hat eine Facebook-Gruppe gegründet. Ich muss mal dazu sagen, Widerstand gegen die da oben funktioniert nur über eine Facebook-Gruppe. Wer das noch nicht verstanden hat, der hat die Zeit verpasst. Ich denke, Facebook ist das neue kommende Ding, das aufkommt. Ich habe die Facebook-Seite auch gerade mal aufgenommen, um das mal so zu sehen. Der letzte Beitrag ist hier gemacht worden vor 15 Stunden in der Gruppe. Hat 29 Likes bekommen bei 3.198 Mitgliedern. Ja, was soll ich sagen dazu? Facebook als schärfstes Schwert in Deutschland. Aber man muss ihm trotzdem mal zugutehalten, immerhin hat er hier mal eine klare Ansage gemacht. Ne, das machen viele andere nicht. Die stellen sich dann hin und sagen da lieber gar nichts zu. Immerhin hat er hier schon mal so ein paar Leuten die gelbe Karte gezeigt oder sich selber positioniert, dass er nicht zu denen gehören will. Ist natürlich aber dann immer das Ähnliche, als wenn so Gespräche begonnen werden. Ich bin ja kein Rassist, aber... Ne, wie du schon sagst, ne, er spricht ja ein bestimmtes Klientel an und ich glaube, er ist PR-Mann genug. Er hat ja mit seiner Firma so viel Erfolg, ja, und auch sein Kanal hat fast 3 Millionen Abonnenten, dass er genau weiß, was für ein Klientel er da bedient, welche Tonalität er anschlägt, welche Thesen er so im Subtext in den Raum wirft. Ja, und allein schon so Begrifflichkeiten, die da oben und ja, dann wird man mundtot gemacht, dann kommt man in eine als Schublade gesteckt. Das ist ja schon ein ganz klares Klientel, was er da auch mit bedient. Ne? Und da fehlt mir tatsächlich dann auch die glaubhafte Differenzierungsfähigkeit von ihm, ne? Weil er schon sehr parteiisch agiert und auch sehr parteiisch argumentiert. Und das muss er wissen. Also ich kann mir schwerlich vorstellen, dass er wirklich da sitzt und keine Ahnung hat, was für Töne er da anschlägt und wen er damit anlockt und wen er damit auch bedient. Ja. Ne? Ich bin also ein ganz normaler Bürger. Ich lebe gerne in Deutschland. Ich bekenne mich zur Demokratie und auch zu unserer Verfassung. Meine politische Meinung, ja, die ist eher, na, ich würde mal sagen, liberal-konservativ mit durchaus sozialen Komponenten. Aber keine der aktuellen Parteien überzeugt mich derzeit. Das empfinde ich aber als ganz normal. So ist das eben in einer Demokratie. Man wählt die Partei, die das kleinste Übel darstellt. Und das ist bei mir im Moment eher die FDP, wenn auch mit Bauchschmerzen. Ich weiß, ich sollte lieber meine Klappe halten und meine Meinung zu diesen Themen für mich behalten. Was ich nämlich jetzt gerade tue, das ist sehr, sehr geschäftsschädigend für mich. Ich verprelle hier potenzielle Kunden. Stopp. Also geschäftsschädigend für ihn, das wage ich zu bezweifeln. Also ich glaube tatsächlich, und das zeigen auch die Umsätze, die er gemacht hat, dass eben seit dieser Krisenstimmung, die er ja mit seinen Videos auch sehr, sehr anheizt, sind seine Verkäufe in die Höhe geschossen, nicht schneller gegangen. Ich glaube schon, dass er entdeckt hat, wenn er sich so positioniert, wie er es jetzt tut und dieses Dog-Whistling betreibt, dass das alles andere als geschäftsschädigend ist. Das ist jetzt hier so ein Strohmann, den er aufbaut. Ich sollte besser die Klappe halten, das ist geschäftsschädigend. Nachher kauft hier keiner mehr. Ganz im Gegenteil. Ja, also tatsächlich weiß er, dass er dieses Klientel mit seinen Videos anspricht und die verzeihen ihm dann auch, dass er sagt, ich will von Reichsbürgern oder AfD nichts wissen. Und Axel, du weißt es, wie diese Communities denken, damit beschäftigen wir uns seit Jahren, die dann sagen, ja, das musste der Jörg sagen. Ja, ich weiß eigentlich im Herzen, wie der tickt. Das ist hier auch eine clevere Marketingstrategie. Ne? Das ist schon, also hier wird gar nichts verprellt. Ne? Und er sagt hier, er steht zur Demokratie und zur freiheitlichen Grundordnung und er meinte Grundgesetz wahrscheinlich. Dann ist das, wer immer wieder Videos rausbringt und sagt, so kann man legale Waffen umbauen mit den und den Dingen, damit sie dementsprechend ja, besser, härter, wirksamer sind oder was weiß ich. Ich weiß nicht, da tue ich mich schon schwer mit, ne? Immer wieder diese Lücken auch zu suchen, um zu gucken, wie man dann Waffen umso härter und kräftiger hinkriegt, finde ich, sagt auch was aus, wenn man sich damit, weiß ich nicht, beruflich beschäftigt, wie man möglichst krasse Waffen bastelt. Weiß ich nicht. Auch wenn es innerhalb des Rahmens ist, aber
Gesetz und Regeln und Ordnung wächst ja erst durch Dinge, die passieren. Ne? So, das ist ja kein starres Konzept, das irgendwann mal 48, 49 geschrieben wurde, ja, sondern das wächst immer mit den Dingen, die sich Leute einfallen lassen. Und ich finde es einfach, ich find's wirklich bedenklich, dann hier so zu tun, ich bin der ganz normale, harmlose Bürger von nebenan, der einfach ein bisschen waffenaffin ist. Das ist er für mich nicht, weil er so einen großen Einfluss und so eine große Reichweite hat. Und wir werden ja gleich dazu kommen, wie er gleich auch zu Politik steht und zu gewissen Politikern, da kommen wir jetzt gleich zu. Ja. Wir werden Reichsbürger und Querdenker jetzt wohl keine Armbrüste mehr kaufen. Ja, denn sehr tolerant sind viele dieser Leute nicht gerade. Allerdings will ich eins ganz klar betonen. Ich glaube an die freie Meinungsäußerung. Ein jeder hat das Recht auf einen Standpunkt. Man darf die AfD wählen. Ja? Man darf geschichtliche Ereignisse hinterfragen. Und man darf ganz, ganz sicher auch gegen eine Impfung sein. Ich respektiere das. Und ich möchte selbst respektiert werden. Alles innerhalb der Grenzen unseres Grundgesetzes natürlich. Ja, klar haben Extremisten und Verschwörungstheoretiker in Zeiten der Krise immer Zulauf. Aber das muss eine Demokratie aushalten, so wie ich das sehe. Aber jetzt zurück zu dieser Razzia. So, also, ich weiß nicht, ob er ein Video von uns gesehen hat. Demokratie aushalten ist schon eine Sache, die wir immer predigen rauf und runter. Aber Jörg, weißt du, was hier fehlt, ist, es darf nicht mehr werden. Ja, wir können einen Satz aushalten. Wir können einen gewissen Rahmen aushalten. Ist, glaube ich, die neuen Zahlen gekommen, über 20.000 Reichsbürger mittlerweile, ja, die zum Reichsbürgermilieu gezählt werden. Es muss was getan werden und Jörg, dass das nicht 50.000, nicht 100.000 werden, das ist das große Problem. Ja, wir können 5.000 Neonazis aushalten, die sich ein Thema einmal treffen, alle 5 Jahre. Ist scheiße, Bilderkacke, aber wenn man sich damit beschäftigt, sieht man, oh Gott, da wird nichts. Ja, da sind einzelne gefährliche Leute dabei, aber die kriegen erstmal nichts geschissen, außer ein Konzert da auf die Beine zu stellen. Aber das Aushalten hat auch alles seine Grenzen. Und das, darum geht es, dass der Staat auch zeigen muss, ihr dürft nicht einfach alles tun, was ihr wollt. Ihr dürft euch nicht zusammenschließen, ihr dürft nicht Zellen bilden, um eine Gefahr darzustellen für die Bevölkerung und für die Demokratie. Und darum geht es. Ja, aushalten ja, aber man darf auch was dagegen machen. Deswegen sagen wir ganz häufig, die Demokratie muss auch wehrhaft sein. Ne? Sie muss sich auch wehren. Ja. Das eine schießt das andere ja nicht aus. Ich bin ja auch jemand, der ihm dazu stimmen kann, dass man sagt, okay, jeder hat das Recht auf seinen Standpunkt. Nur wenn ich diesen Standpunkt für falsch oder gefährlich oder nicht im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verordnet sehe, habe ich nicht nur die Möglichkeit, sondern meiner Ansicht nach auch die Verpflichtung, dagegen etwas zu tun. Ja, ein Standpunkt steht ja nie für sich. Ein Standpunkt soll diskutiert werden, soll in Diskurs Eingang finden, und wenn das nicht geht, weil die Leute eben extrem sind oder weil sie einen Diskurs verweigern, dann muss man ihnen auch klar die rote Karte zeigen und darüber aufklären. Ja? Also ist immer schön und billig zu sagen, ich bin für freie Meinungsäußerung, jeder darf sagen, was er will. Ja, aber nur, wenn dann auch die Möglichkeit besteht, dagegen anzugehen. Das wollen diese Leute nicht. Er führt ja selber so feixend an, naja, die kaufen jetzt bestimmt nicht mehr, die sind ja alle so intolerant. Was glaubst du denn, wenn diese Intoleranz sich auch nur im kleinen Rahmen irgendwie bemerkbar macht? Dann zieh mal in so eine national befreite Zone irgendwo im Osten, wo ganze Dorfgemeinschaften von radikalen völkischen Nationalsozialisten dominiert werden. Ja? Da ist es dann nicht mehr so leicht zu sagen, so, naja, soll ja jeder denken, was er will. Wenn du nämlich nicht in ihrer Reihe marschieren willst, dann wirst du als Feind gebrandmarkt und dann hast du ein fucking Problem, mein Freund. Ja? Und darauf aufmerksam zu machen und zu verhindern, dass diese Leute sich ausbreiten wie ein Krebsgeschwür, ist die Verpflichtung eines jeden Demokraten. Und da sollte man sich nicht zurücklehnen und sagen, naja, ich darf ja sagen, was ich will, dann dürfen die das auch. Da muss man ganz klar sagen, nee, da werden die Glaceanschuhe ausgezogen und dann wird mal ganz klar gesagt, was das für Menschen sind und wofür sie tatsächlich stehen. Ja, 3000 Polizisten, 150 Objekte, 25 Festnahmen. Davor gab es monatelange Abhörungen und Recherchen. Wahnsinn, was das gekostet haben muss. Was ist der Punkt? Ja, der Staat soll einen Verfassungsschutz und ein LKA haben, egal organisierte Kriminalität, Extremismus, Staatsschutz. Ja, dafür zahlen wir Steuern und ja, das soll der Staat übernehmen. Und was geht's dir? Hast du jetzt dadurch einen Nachteil? Das Geld ist sinnvoll investiert.
dass der Staat diese Aufgaben übernimmt, dass nicht irgendjemand losgeht und Attentate begeht. Das ist so einfacher Populismus, ist das hier. Das ist Populismus. Guck mal, Leute, was das gekostet hat. Wisst ihr, was man damit machen könnte? Damit hätte man, keine Ahnung, Laternen bei dir im Dorf kaufen können. Das ist dumm. Das ist Bauernfang, ist das. Das ist ganz einfacher Populismus. Natürlich, aber schätzt du mal, was hat der denn so in diesem Jahr bereits an Umsatz gemacht, der gute Mann? Was glaubst du? Was hat der so verdient mit seinem Shop? Umsatz. Ja, wenn Umsatz. Eine Ambrus kostet bei dem schon 1.000 Euro im Shop, da müssen mehrere Millionen sein. 16 Millionen. Ja, ich hätte jetzt so 5 bis 10 gesagt. 2020 hat er einen Überschuss von 2 Millionen gehabt. Das war viermal so viel wie 2019. Also läuft für ihn, ne? Also ist immer auch so ein bisschen dann, weiß ich nicht, finde ich komisch, wenn er sich dann so hinstellt und so als ganz normaler Typ, so als Sprachrohr des kleinen Mannes, ne? Axel, das ist so einfach immer, was es kostet. Ich erinnere mich an eine Bewegung Anfang der 2000er, Axel, ich weiß nicht, ob du da auch ein Teil von warst, da hatten wir ja auch gedacht, den Staat finanziell immer zu schädigen mit den Demonstrationen. Klar kostet das Geld, aber der Staat hätte die Demonstration, der wäre gekommen, da hätte Axel Reitz jedes Wochenende 3 Demonstrationen anmelden können, dann werden die Truppen von der Polizei zusammengezogen, um da bei der Demonstration zu sein. Das ist eine Illusion und ich möchte, dass der Staat dieses Geld ausgibt, Axel, ich möchte, dass Kriminelle überwacht werden, ich möchte, dass Clans überwacht werden, ich möchte, dass Extremisten überwacht werden, Linksextremisten, Rechtsextremisten, ich möchte, dass Islamisten beobachtet werden und dafür soll dieses Geld auch da sein. Und wenn die 5000 Polizisten zusammenziehen, gut so, wenn dadurch keiner stirbt. Vor allem, das ist die Kernkompetenz des Staates und wenn es nach mir ginge, müsste noch viel mehr Geld ausgegeben werden für unsere Beamten. Ne? Die Polizei ist manchmal dramatisch unterbesetzt, die armen Beamten müssen sich ihre Ausrüstung selber kaufen, ja, weil der Staat kein Geld mehr dazu hat. Es werden Polizeiwachen dicht gemacht und zusammengelegt, ja, weil eben dann Gelder dafür gestrichen worden sind. Ja, also brauche auch mal nicht so zu tun, als wenn jetzt hier Gelder verschwendet werden eben dann für die Bekämpfung von Kriminalität und Extremismus. Da sollte meiner Ansicht nach sogar noch viel mehr getan werden. Ne? Die Rädelsführer, ein 71-jähriger Adliger und ein älterer, kranker Bürosoldat, kurz vor dem Ende der Tätigkeit als Logistiker bei der Bundeswehr. Eine gescheiterte AfD-Politikerin, die früher mal im Bundestag gesessen hat, aber die wohl selbst für die AfD zu versponnen war. Man hat sie ausgemustert, so muss man das sagen. Okay, was haben wir? Wir haben jetzt ein Verharmlosen, wir haben ein Relativieren. Es ist einfach, es ist für mich, wenn du dir, guck mal, wenn ich mir den Attentäter von Halle angucke, da auf den hätte ich geguckt, sag ich mal so von seiner Verfassung her und mit der Optik hätte ich gesagt, Lappen. Ja, na und? Trotzdem im Gefängnis jetzt wieder irgendeine Waffe gebastelt, versucht Geisel zu nehmen, hat Menschen getötet dort in Halle. Immer dieses so Relativieren, was sollen die aussehen wie die 300 von Sparta oder was? Ja, also das hat nichts damit zu tun, wie jemand optisch unterwegs ist oder ob er im Bürohengst bei der Bundeswehr ist. Jeder kann mit deiner Armbrust irgendwo hingehen und irgendjemanden abknallen. Und es geht doch nicht darum, dass auch ein Josef Goebbels hat mit seiner Propaganda Millionen Menschen in den Krieg getrieben, eine ganze Jugend auch verführt, dass die mit Karabiner irgendwie in ein MG-Nest noch an der Frankfurt Oder irgendwie ins MG laufen. Und Josef Goebbels war trotzdem selber kein gefährlicher Schläger. Ich verstehe das nicht, wie das... Auf was will er das hier reduzieren? Das müssten die alle aussehen wie stramme SS-Soldaten oder was? Ja, letztlich auch dieses Verniedlichen dann jetzt hier auch die Malsack-Winkelmann, die AfD-Politikerin, ja eine Gescheiterte. Die Frau war Richterin, ja, die ist jetzt bis zur Einleitung des Disziplinarmaßnahmen gegen sie wegen ihrer Verhaftung, ist sie als Richterin tätig gewesen, ja, oder stand zumindest auf der Bereitschaftsliste, nachdem der Geschäftsverteilungsplan da geändert worden ist. Ja, also das ist eine Frau, die in deutschen Gerichtssälen sitzt, ja, die durchaus schon Geltung und Einfluss hat und was sie in der AfD für eine Rolle spielt, kann er doch gar nicht beurteilen. Woher will er wissen, welche Netzwerke sie da hinter sich hat, mit wem sie da Kontakte hat? Ich meine, sie saß immerhin im Bundestag. Da sitzt ja nicht irgendjemand, der mal 3 Tage in irgendeinem Kreis oder mal 2 Flugblätter verteilt hat. Das heißt ja schon was, dass man da auch ein gewisses Renommee hatte. Und auch wenn sie da eben mit wirren Thesen auf
aufgefallen ist, muss man ja mal ganz ehrlich sagen, das ist in der AfD ja keine Seltenheit, sondern gehört ja mittlerweile zum guten Ton. Ja, dann schau dir mal an, was jetzt in den ganzen Chatgruppen und was in den Facebook-Gruppen der AfD los ist, auch gerade nach ihrer Festnahme und Verhaftung. Ja, das war nicht so, dass da gesagt worden ist, ach, mit der haben wir doch nichts zu tun, ach, die Frau, die spinnt doch eh, hach, huch. Ja, da gibt es schon Solidaritätsbekundungen und ähnlich wie er Verniedlichungstendenzen. Lass doch die Frau in Ruhe, der Rentner vor allem, was haben die denn falsch gemacht? Guck mal lieber die richtigen Kriminellen, dass die ausgehoben werden. Und das ist schon eine perfide Angelegenheit. Er ist da so parteiisch, er ist da wirklich so auf dem rechten Auge blind, ja, und stellt das alles jetzt da als hier PR-Kampagne des Staates und die alten Leute und was das alles kostet. Aber es kommt noch ein bisschen was, Axel. Seid aber vorbereitet. Hier kommt gleich noch ein bisschen gespannt. Was. Ich bin gespannt. Was hat man denn jetzt bei der ganzen Aktion gefunden? Eine Armbrust, ein paar Schreckschusswaffen, ein paar Schwerter und, oho, eine Pistole und zwei Langwaffen. Alles meiner Kenntnis nach legal besessen. Boah, ich mag da gar nicht schon wieder drauf. Scheißegal. Ja, was hat's damit zu tun, wenn jemand Extremist unterwegs ist und der besitzt zu Hause trotzdem 40 Waffen und der tummelt sich mit Neonazis rum, will ich, dass seine Waffen wegkommen? So, peng, aus Ende. Ist einfach so. Und ich möchte auch jemand, der in Konewitz lebt und sagt, er will den Staat abschaffen und Jagd auf AfD-Politiker machen mit Waffen, will ich auch, dass der hops genommen wird. Peng, aus Ende. So einfach ist das. Und wir müssen jetzt auch mal klar differenzieren. Es wurde keine Durchsuchung durchgeführt, ja, wegen der konkreten Gefahr eines terroristischen Anschlags, sondern wegen einer Staatsstreichplanung. Und auch die Planung eines Staatsstreichs ist bereits strafbar. Ja, ob die jetzt da Berge von Waffen gefunden haben oder einfach nur die Pläne, die diese Leute gefasst haben mögen, um eben den Staat zu überwinden, einen Putsch zu inszenieren oder in den Reichstag einzumarschieren und dort Geiseln zu nehmen oder Politiker festzunehmen oder einen neuen Kaiser zu krönen. Keine Ahnung, was in diesen wirren Köpfen vorgeht. Auch das ist eine Straftat, mein lieber Freund. Deswegen tu doch nicht so, als wenn das jetzt entschuldbar wäre, nur weil die da nicht ein MG-Nest irgendwie bei sich in der Bude hatten und 5.000 Karabiner gefunden worden sind, die ausgeteilt werden sollten, um morgen Revolution zu machen. Gott sei Dank ist es nicht dazu gekommen. Genau. Gott sei Dank. Das ist also das Arsenal eines bevorstehenden Umsturzes? Da lachen doch die Hühner. 130.000 Euro Bargeld wurde auch gefunden. Die Kriegskasse. Hallo? Man hat 150 Haushalte und Geschäftsräume durchsucht. Das sind im Schnitt keine 900 Euro pro Objekt. Ja, so viel würde man bei mir auch finden. Jedenfalls am Monatsanfang. Wenigstens am Monatsanfang. Ich bin einer von euch. Ich habe kein Geld. Ich habe keinen Millionenumsatz. Ich bin so ein ganz normaler Typ, der hier einfach frei von der Leber weg erzählt. Und am Monatsanfang, da habe ich auch noch 900 Euro. Sonst bin ich so ein armer Schlucker. Deswegen kauft er noch ein bisschen mehr in meinem Shop. Ne? Also, alter Falter, und vor allem, ich würde ihn hier gerne mal zitieren. Er hat selber mal gesagt zum Thema Waffen, dass man in einer verzweifelten Situation ja nur wirklich Waffen gebrauchen kann, die tödlich sind. Ja? Er sagt selber, O-Ton, ich halte nichts von Waffen, die nicht tödlich sind. Ja, das heißt also im Umkehrschluss, auch wenn diese Leute jetzt dann nur so eine Armbrust oder nur so ein vielleicht nicht tatsächlich unter das Waffenrecht fallende Kram da haben, dass diese auch tödlich sind und dass diese auch tödlich angewendet werden können. Ne? Und da reicht doch schon eine Waffe. Es reicht doch schon, wenn 5 Leute sich treffen, um darüber zu spekulieren, wen sie mit dieser Waffe vielleicht kalt machen können, genau um Deutschland oder sonst was zu retten. So und wo ist jetzt dein Punkt? Axel, wo ist denn jetzt der Punkt? Axel, selbst wenn die keine Waffen gefunden hätten, ändert das für mich gar nichts. Und es geht auch nicht um die Gelder. Das wird alles, weil es so ins Lächerliche gezogen wird. Es ist die Gelder, weißt du, dann, ich habe das auch irgendwo gelesen, auch in den Chats da drunter oder seinem Video, ja, 130.000, da kann man gar nichts mit. Es geht darum, dass die Aktionen machen wollten. Und du kannst selbst heute, wir haben das gesehen, wie Autos, LKWs als Waffen benutzt werden. Ja, wir haben das in den USA gesehen, wo jemand in eine Demonstration reingefahren ist. Ne? Wir haben es in Deutschland gesehen, wir haben es am Breitscheidplatz gesehen. Darum geht es nicht, sondern dass die einfach zusammengesessen und gesagt haben, ja, wir müssen hier was tun. Und das ist die Gefahr. Und dann gibt es immer einen Verwirrten, gibt es da, der sagt, okay, ich mach's.
Ich mach's. Ich muss jetzt was tun. Hier ändert sich nichts. Alle quatschen nur. Ich zieh jetzt durch. Und dann hast du das Dilemma. Und dann hoffentlich trifft's dann keinen, weil dieses suffisante Lächeln hier in diesem Video ist für mich unpassend. Für alle Menschen, die Opfer von Anschlägen geworden sind, ist das ein Lachen in deren Gesicht. Wir dürfen ja nicht vergessen, er selber hat ja beschrieben, was für Verrückte diese Reichsbürger sind. Ja? Tatsächlich gehen die ja davon aus, dass es ein Fanal braucht und dann wird die staatliche Ordnung umgekippt, dann kommt Trump oder Putin, unterschreibt einen Friedensvertrag, dann wird der Kaiser wieder eingesetzt, dann gibt es eine Reichsverweser und alles wird toll. Das ist deren irre Idee, ja, und dieses Fanal wollten sie ja öfter schon mal sitzen. Wir haben ja schon gesehen, wie bei den Demos vom Reichstag plötzlich da 200 Verrückte meinen, wir stürmen jetzt den Reichstag, und da konnten wir auch glücklich sein, dass da keine Waffen vorhanden gewesen sind, ja, und dass da Polizeibeamte sich mutig dahingestellt haben und gesagt haben, Alter, jetzt ist aber mal Feierabend hier. Ne? Es reicht ja schon, wenn ein paar Verrückte auf die Idee kommen, so eine entscheidende Tat in ihrem Sinne durchzuziehen. Ja, und dann ist man eben 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leute tot. Kann man auch sagen, ja, mein Gott, beim Verkehrsunfall sterben täglich viel, viel mehr. Aber es geht doch um die Planung, es geht doch um den Gedanken, der dahinter steht, um die potenzielle Gefahr. Und dass der Staat hier sagt, das machen wir nicht mit, wir warten nicht, bis es soweit ist und die ersten Toten umkippen, weil irgendein Irrer losgelaufen ist, ist es doch gut und richtig, dass eingeschritten worden ist und ausgeleuchtet wurde. Also, ich muss dazu sagen, ich hänge immer noch fest, Axel, bei den 16 Millionen, und das ist der richtige Zeitpunkt für Werbung. Bitte beschert hier 10%, ihr müsst Umsatz machen für 160 Millionen. Dann kriegt ihr 10% Rabatt, dann gibt es 16 Millionen Rabatt schon. Also Leute, wenn das nicht die Möglichkeit ist, Dankeschön an Zeck Plus, mit Philipp 10 könnt ihr das sparen. Alles rund ums Thema Sport, Eiweiß. Ansonsten gegrillt werden kann auch, müsst ihr nicht selber mit der Armbrust erlegen, sondern das hat Beef Bandits schon getan mit Philipp 10. Könnt ihr auch bei den Beef Bandits sparen. Dankeschön an all die, das supporten. Und dann natürlich bei King unter den Kongs. .de gibt es das Buch, Klamotten, alles mögliche, um den Kanal zu supporten. Wenn ihr es nicht machen wollt, auch gut. Ansonsten danke an alle, die mit Amazon Prime abonnieren, bei Twitch oder Kanalmitglieder und bei Patreon. Dankeschön, dass ihr das macht. Und wie gesagt, checkt auch die Kanäle von lieben Axel Reitz aus. Auch da könnt ihr sehen, falls es da Möglichkeiten der Unterstützung gibt. Ich habe ja letztes Mal dazu aufgerufen, vielleicht mag irgendjemand sich da auf den Weg machen, auch Axel ein kleines Weihnachtsgeschenk machen dort unter seinem Kanal. Könnt ihr das sehen, der Reizeffekt. Ansonsten Real Axel Reitz bei Instagram. Dankeschön für den kleinen Werbeblock, Leute. Dankeschön auch an deine Zeit, Axel. Aber vom Jörg geht's jetzt erst gleich richtig los. Ein Staatsstreich, den kann man damit aber wohl eher nicht finanzieren. Die 51 Umsturzrentner, die hätten mit der Kohle vielleicht gemeinsam 3 Wochen auf Malle Urlaub machen können. Ne? In der Nebensaison natürlich. Aber den Bundestag stürmen? Also, ich will euch sagen, was da... Wie viel Geld brauchte man denn bei den Protesten, wo der Reichstag da mal gestürmt wurde? Wie viel Geld war denn da im Spiel? Ist da Geld vorher geflossen oder hat der Volkslehrer und der Presse... Aber nochmal, weißt du, das ist in etwa so, als wenn ich sage, es ist eine kleine Gang von 5 Leuten, die haben 2 Zwangsprostituierte. Ne? Ist ja jetzt nicht so schlimm, die Mädels, die kriegen auch ihre Kohle, die werden nicht verprügelt. Ah, gucken wir weg. Es ist ja nicht so, ist ja kein ganzes Bordell von 20 Frauen, die täglich geschlagen und gezwungen werden zum Verkehr mit Kunden. Ist nicht so schlimm. Also was soll dieses immer aufstellen? Ah ja, ist ja so wenig, die paar Rentner. Es reicht doch, was da geplant wurde. Das ist der Straftatbestand. Ja? Und dass da der Staat die Zähne gezeigt hat, kann man sagen, ja, gut, war notwendig, war nicht notwendig. Aber schau dir einmal an, was aus diesem Milieu an massiven Straftaten nicht nur geplant, sondern auch unter Zuhilfenahme von Waffen verübt worden ist. Ja? Wir haben es erlebt, dass Ordnungsamtsmitarbeiter bedroht worden sind. Ja? Dass Leute gedroht haben, sich selber und ihre Familie umzubringen, wenn der Staat jetzt nicht klein beigibt und ihnen die Waffe wegnehmen will und so weiter und so fort. Ne? Ist doch vollkommen klar, dass man da vorsichtig sein muss. Wenn solche Pläne im Umlauf sind, noch Leute dahinter sind, die militärische Ausbildung haben, die vielleicht Verbindungen haben zur Armee und so weiter und so fort, da waren ja auch entsprechende Namen dabei, ja, dann muss man doch Vorsicht walten lassen. Oder soll man da 2 Streifenbeamte hinschicken und sagen, komm, wir klingeln jetzt mal und fragen, ob die uns ihre Pläne zeigen und am besten dann die Waffenlager. Axel, man weiß doch gar nicht, was hätte gefunden werden können. Axel, hier kommt noch was Gutes. Ich weiß gar nicht, ob es in diesem Video war. Ich habe zu dem Thema sehr viele Videos konsumiert. Weißt du, die geilsten Kommentare waren, warum ist man da eigentlich reingestürmt? Man hätte doch einfach nur klingeln können, dann wären wir doch alle einfach nur rausgekommen.
Who the fuck kann das denn sagen, wenn Leute sich mit Waffen beschäftigen und gegen Politik, gegen Demokratie hetzen, gegen alles und zum Feindbild haben und dann, wo soll man die denn einschätzen, dass sie nicht gefährlich sind? Wer auf dem Kurs ist, der muss auch ganz normal morgens die Hausdurchsuchung hat und mit dementsprechenden Einsatzkräften. Das geht immer um die Selbstsicherung auch bei der Polizei, ja? Das ist so, das sind Illusionen. Ah, ich weiß, wo ich das war. Da haben zwei von die Freien Sachsen haben in einem Facebook-Video drüber geschwafelt. Habe ich auch noch für uns, Axel. Ganz großes Kino am Sonntag. Ich muss ja gerade auch mal. Chris Nassis noch. Wo ist denn die Liste der schweren Straftaten von Reichsbürgern und in Relation zu Clan-Straftaten? Und warum ist der Fokus dann so, wie er ist? Welcher Fokus denn? Es wird gegen die Clan-Straftaten doch auch vorgegangen. Ja, tu doch nicht so, als wenn jetzt alle Kräfte des Staates nur auf die Reichsbürger fokussiert sind und keine Razzien gegen die Clan-Strukturen stattfinden. Ja, was soll denn das? Was erwartest du denn jetzt, dass hier diese Leute einfach gewähren lassen werden, dass man sagt, ach komm, da gehen wir gar nicht hin, lass sie mal einen Staatsstreich planen und wir konzentrieren uns lieber auf was anderes. Der Rechtsstaat geht gegen alles vor, mein lieber Freund. Ja? Also, boah, diese Whataboutism-Scheiße und dieses Gewichten nach Persönlichen, ja, die einen mag ich aber mehr, die anderen kann ich gar nicht leiden und das eine ist schlimm, das andere nicht. Es ist doch richtig, dass der Staat gegen alles vorgeht. Es spielt doch keine Rolle, ob da 50 Rentner sitzen, die den Staatsstreich planen oder ob irgendwo 50 kriminelle Clanstrukturen sitzen oder Mafiosi oder Linksextremisten, die Mollys schmeißen wollen. Der Staat soll gegen alles vorgehen. Ja? Also da frage ich mich auch manchmal, was in den Köpfen der Leute vorgeht. Was ist denn euer Plan? Wie hättet ihr es denn gemacht? Ja, ihr seid jetzt der Innenminister. Was hättet ihr denn gemacht? Axel, ich finde es aber auch gut. Außerdem wollen Clans nicht eine Diktatur einrichten. Das ist so. Ich möchte nicht in einem Reichsbürgerstaat leben. Dieses Thema triggert uns jedes Mal hart. Was ist mit den Clans? Das war kein Umsturzplan. Das war ein Fantasiegebilde von ein paar gelangweilten Rentnern. Woher will er das wissen? Jörg, woher willst du das wissen? Hast du Kontakt mit denen gehabt, über was die gesprochen haben und so weiter? Vorhin hast du es noch moniert, da hast du dich drüber aufgeregt, dass monatelang deren Chats beobachtet worden sind und so weiter, dass sie ausgewertet worden sind. Woher willst du das wissen, dass die da nur in Fantasiegebilden gesprochen haben? Woher? Das ist einfach was raushauen, ist eine Unterstellung, es ist einfach ins Blaue hineinschießen. Es wurde monatelang, wurde diese Gruppe beobachtet. Und Axel und ich, wir wissen es, wir haben uns mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt. Wir selber waren jahrelang in der Neonazi-Szene und es wird im Hinterzimmer wird drum gesprochen, wenn wir Macht haben, dann werden die und die Politiker entsorgt, die und die Parteien werden verboten, die und die Menschen dürfen dann in unserem Staatsgebilde nicht leben. Hör doch auf, das hier zu verharmlosen. Du weißt es doch gar nicht. Philipp, aber unabhängig davon, er muss es gar nicht wissen. Ist genau dasselbe, wenn wir beide uns verabreden, deinen Nachbarn kalt zu machen. Da müssen wir das nicht konkret irgendwie eingeleitet haben. Dann ist es Verschwörung zum Mord. Genauso ist es ein Straftatbestand, die Planung eines Staatsstreichs. Ob das jetzt in konkrete Handlung übergegangen ist oder nicht, die Planung als solche ist bereits strafbar, genau wie es im Umkehrschluss auch strafbar ist, sich zu einem Mord zu verabreden. Ja, ohne konkrete Planung reicht es, wenn wir beide uns zusammensetzen und sagen, ey, Alter, der muss kalt gemacht werden und wie könnten wir das am besten machen, überlegen wir mal. Da muss keine konkrete Planung hinter sein, kein Datum oder auch keine Waffe, die wir bereits gekauft haben. Es reicht die Absprache. Und genauso ist es bei diesem Straftatbestand. Deswegen hör doch auf, immer so zu tun, als wenn die Rechtslage es verlangen würde, dass die Leute schon konkrete Schritte eingeleitet haben. Ja? Und wenn jetzt Leute sagen von wegen, naja, hätten wir doch mal abwarten können. Ja, wollt ihr das wirklich? Und wie sieht es denn mal aus, wenn wir jetzt ein anderes Thema aufmachen? Was ist denn mit islamistischen Gefährdern? Ja? Sollen die nicht überwacht werden? Soll da nicht eingeschritten werden, wenn es dort Pläne gibt, einen Terroranschlag zu verüben, der noch nicht über die Planung hinausgegangen ist? Soll man aussagen, naja, die haben jetzt bei denen aber keine Waffen und keinen Sprengstoff gefunden. Naja, die haben sich halt drüber unterhalten und intensiv ausgetauscht, dass man machen müsste. Aber ist ja nicht so schlimm. Sind ja nur ein paar Leute. Komm, lass doch mal alles links und, liegen und warten, und bis Axel, was passiert. Und wir wissen doch, was da drin gesprochen wird. Wer sich zu Reichsbürgern zählt und du kannst nur die Rede von dem 71-jährigen Prinzen anhören. Da ist alles drin. Da sind 30 Minuten alles drin mit Rothschild, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Krieg, Hitler und alles Unrecht und mir wurde alles weggenommen. Da ist so viel Frust und da springen Leute drauf an. Wahnsinn. Spinner natürlich.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es auch nur einen Angriffsversuch gegeben hätte. Wer hätte denn womit angegriffen? Der 71-jährige Tattergreis mit dem Schwert aus seiner Wanddeko? Ja, klar, hoch erhobenen Schwertes, das ist doch ein Witz. Diese Leute, die haben sich an ihren... Wir brauchen es jetzt nicht wiederholen, wir haben das gesagt, es geht darum, der Einzelne, der sich dann in diesen Gruppen dazu berufen fühlt, dann was zu tun, egal womit. Und zieh es nicht ins Lächerliche. Also ich selber, ein Freund von mir, hatte Polizeieinsätze schon, der ja hier auch Mott ist auf dem Kanal, Matze, Grüße gehen raus, der gesagt hat, dass Leute mit Samurai-Schwertern in der Wohnung auf die Polizei losgelaufen sind und so weiter. Verharmlos das doch nicht alles. Weißt du, Jörg, ich kann es nur wiederholen, ich kann hoffen, dass es nicht deine Lieben dann trifft. Ne? Hoffentlich passiert es dann, ne? Nicht wo du wohnst, soll es in Lübeck bei mir passieren oder beim Axel oder sonst wo, Hauptsache nicht bei dir, dann soweit ist dann alles in Ordnung. Umsturzfantasien berauscht und sich auf die Art und Weise die Zeit vertrieben. Sicher, vieles davon war zumindest möglicherweise illegal, ne? Und ganz sicher völlig daneben. Ne? Aber hier hätte doch eine ganz normale Durchsuchung bei den beiden Rädelsführern ausgereicht. Wo? Der? Ach, nee, komm, da bin ich raus, Axel. Ich bin raus. Das ist, tut mir leid, Axel, ich bin raus. Weil das ist jemand, der sich mit dem Thema 0,0 auskennt. 0,0. Wie kann man... Eine ganz normale Durchsuchung hätte da gereicht. Kling, kling, ding, dong. Nicht zu Hause, passt 16 Uhr. Wo, wenn 25 Leute da in so einer Gruppe sind, die alle rumschwafeln, wie sie irgendwann mit Waffengewalt irgendwie den Staat zu Fall bringen wollen und den König, Kaiser oder Imperator irgendwie installieren wollen, dann verdienen die alle eine Hausdurchsuchung. Das ist genau so. Wir persönlich als Schwarze Schar, wir hatten... auf uns sollte ein Gesetz angewandt werden, das wurde damals nur angewendet bei der RAF und das zweite Mal sollte es bei uns angewendet werden, wegen Bildung einer bewaffneten Gruppe. Es wurden Unterlagen gefunden bei uns damals auch, dass jeder von uns zu jedem Zeitpunkt mindestens mit einem Messer bewaffnet sein musste. Das ist dann Bildung einer bewaffneten Gruppe, ist aber schwer das durchzuboxen. Deswegen ist es dann dazu auch nicht gekommen. Und da hat natürlich jeder eine Hausdurchsuchung, der zu meiner Gruppe damals gehörte. Eine Hausdurchsuchung verdient doch nicht nur ich als Präsident, sondern alle anderen. Das ist doch ein Witz, was der hier schreibt. Es sind ja nicht 25 Leute durchsucht worden, es sind ja 150 Objekte durchsucht worden. Es gab 50 Verdächtige, von denen die Hälfte dann festgenommen worden ist, ja, weil sich da ein Verdacht dann wodurch die Durchsuchung bestätigt hat oder weil da schon Verdachtsmomente vorlagen, keine Ahnung, ich habe die Unterlagen nicht eingesehen. Ja, aber wir reden von 150 Objekten. Und es ist ja auch vollkommen klar, wenn Leute schon in konkrete Planung vielleicht gegangen sind in ihren Chats und gesagt haben, hier, da können wir dieses oder jenes und dann brauchen wir dieses oder jenes für, dass da auch genau hingeschaut wird, wenn eben noch Lagerhallen existent sind, Firmengelände, weitere Immobilien und so weiter und so fort. Das ist ja nicht einfach mal so zu machen, wie gesagt, mit zwei Streifenbeamten, die losgeschickt werden, nach dem Motto, euer klingelt jetzt euch mal durch, redet mal nett mit denen, guckt, was die sagen. Ne, wenn so eine Aktion durchgesetzt wird, muss die ja gezielt auch gleichzeitig stattfinden, damit Leute sich nicht warnen können. Wir kennen ja alle die Tricks, dass man dann einen Anwalt anruft, der dann andere informiert, oh, pass auf, wenn du was hast, die können auch bei dir vorbeikommen. Das ist doch vollkommen klar, dass man da auch entsprechend geballtes Potenzial an Beamten braucht, um 150 Objekte dann eben auch gesichert zu durchsuchen. Für den Fall, dass dort vielleicht Waffen zu finden sind, dass da Leute sind, die zur Waffe greifen, wenn sie das schon vorher angekündigt haben. Still und leise. Ne? Dann hätte man in Ruhe ein Ermittlungsverfahren durchführen können und die Sache wäre zu Ende gewesen. Ne? Die Kirche im Dorf lassen, nennt man das. Aber so ist es nicht gekommen, nicht wahr? Ne? Und dafür die Kirche im Dorf lassen, da bei den zwei Rädelsführern hätte gereicht... Die hätte man durchsuchen können und ihre anderen Anhänger, die hätten dann sofort gesagt, oh, die waren bei den Rädelsführern, jetzt hören wir aber auf, jetzt erkennen wir plötzlich, was für ein Blödsinn das war. Jetzt wollen wir gar keinen Terror mehr verüben, auch wenn wir das vorher geplant haben. Nee, die zwei Rädelsführer sind weg, alles in Ordnung. Ja, ne? Warum werden bei Hells Angels-Prozessen denn eigentlich alle Mitglieder einer kriminellen Vereinigung angeklagt und nicht nur der Rädelsführer? Da hätte man da auch still und heimlich hingehen können und sagen, komm, du kommst jetzt mal mit, wir verhandeln jetzt gegen dich hier, Amtsgericht, ganz gesittet, still und leise und die anderen, die werden dann schon von selber vernünftig. Da müssen wir uns jetzt auch nicht drum kümmern, ne?
Alter Falter, also so viel geballtes Unwissen und so viel geballtes populistisches Scheiße labern, hätte ich von ihm jetzt eigentlich nicht erwartet, ey. Ne? Da kommt noch ein bisschen was. Grund. Das Ganze war nämlich einfach nur Teil einer riesigen PR-Kampagne der Regierung. Mit der Absicht, die politischen Gegner zu beschädigen und kaltzustellen. Ja, ich weiß, das ist eine heftige Behauptung, die ich aber belegen kann. Fangen wir also mal an. Die den politischen Gegner schädigen kann, Regierung, wen geht es hier um? Oppositionspartei, CDU, Die Linke, AfD, großer PR-Coup? Ja, aber ich weiß ja nicht, also wenn der Staat eine PR-Aktion irgendwie planen würde, gäbe es, glaube ich, ganz andere Sachen auch bei der AfD, die man ausschlachten könnte, wo man dann Staatsanwälte losschicken könnte und so weiter und so fort. Wo war jetzt der PR-Plan, den politischen Gegner zu schädigen? Also die 50 Verrückten, wie er selber sagt, total unbedeutenden Rentner? Oder was meint er damit? Also wo verortet er denn jetzt den politischen Gegner, die getroffen werden, wenn so ein paar isolierte, paar Rentner, wie er es immer dargestellt hat, dann mit einer Razzia bedacht werden? Also wer wird denn da getroffen, ne? Ja, und man muss auch sagen, dieser PR-Coup, wenn es ein staatlich gesteuerter PR-Coup war, Axel, hätten dann nicht alle Presseorgane gleich berichten müssen? Weil ich habe sehr differenzierte Berichte hierzu gelesen. Ich habe von Übertreibung der Presse gelesen, bisschen genau richtig. Also, was ist das dann schon schlecht geplant worden von denen da oben? Alles Tarnung, Philipp, alles Tarnung, ja. Die Medien sind so gleichgeschaltet, dass eine Diversität von den mächtigen Rothschild, Reptiloiden, Freimaurer, Clans suggeriert werden müssen, indem dann die Presse auch mal vollkommen unterschiedlicher Meinung sein kann. Ne? Da muss man nicht alles glauben, was man in der Presse liest auch, ne? Im Netz findet sich ein Spiegelvideo, in dem der Reporter vor dem Schloss des Adligen steht. Ja, so ein Jagdschloss, und berichtet, dass es sich hier um 6 Uhr morgens die Durchsuchung gestartet hatte und er von Anfang an dabei war. Hä? Ja, von und? Ja, und? Anfang an? Woher wusste der Reporter von der Durchsuchung? Oh Gott! Wie weltfremd kann man sein? Und Jörg sagt ja. Das ist doch... Man kennt das ja auch gar nicht, dass es keine Kontakte von Pressestellen, Behörden zu Pressevertretern gibt. Also investigative Journalisten, die haben das doch nie mitbekommen, wenn irgendwo was geplant wird. Ich weiß nicht, hat der sich schon mal eine Hells Angels oder Bandidos-Razzia oder eine Clan-Razzia angeguckt? Immer Presse. Also wenn die da vor der Tür stehen, dann ist auch immer Spiegel TV dabei, dann sind die Pressevertreter auch dabei. Ist das jetzt auch alles so eine PR-Kampagne der Regierung? Ne, die Mächtigen da oben, die uns hier für blöd verkaufen wollen. Das ist doch vollkommen logisch, dass es da Kontakte zur Presse gibt. Ob das jetzt alles auch dann immer so okay ist, dass die Presse vorher informiert wird, das ist ein Thema für sich. Aber es ist doch beileibe keine Einzelheit, sondern Nein. Die Regel, wenn es groß angelegte Und Aktionen Axel, gibt. Es ist doch auch die Leute, die da arbeiten, die müssen PR machen. Auch Polizei hat PR-Berater und eigene PR-Stellen und so weiter. Das ist halt auch wichtig heutzutage und das ist nicht neu. Das ist viele, viele Jahrzehnte alt. Da werden auch gewisse Journalisten informiert, mit denen man dort zusammenarbeitet. Das ist so, das haben sich Journalisten verdient, die dann eine gewisse Verschwiegenheit auch an den Tag legen. Oh, wie weltfremd kann man sein? Ist halt schön so, weißt du, so Cherry-Picking, um meine Verschwörungstheorie zu bestärken, nach dem Motto, das war nur eine PR-Kampagne. Die wollten damit den politischen Gegner schädigen. Also er hat immer noch nicht erwähnt, welcher politischer Gegner das sein soll. Ne, aber hier, da war einer um 6 Uhr morgens schon, siehst du mal. Ne, aber wie gesagt, mein lieber Jörg, guck dir mal an, wenn irgendwelche anderen groß angelegten Razzien stattfinden, sogar bei der CDU, wenn da eingeflogen wird wegen irgendwelcher Deals, die nicht in Ordnung sind. Auch da steht die Presse Gewehr bei Fuß und filmt schön, was dann da an Aktenbergen rausgetragen wird. Es gehört dazu, das ist nun mal so. Es gehört nun mal mit dazu, ob das gut oder schlecht ist, das lässt dahingestellt sein. Ich persönlich habe mich da nie drüber aufgeregt. Ich wusste, dass wenn ich Hausdurchsuchung habe, eine große Sache, dass da Presse schon steht. Das war von vornherein klar, dass man zeigt hier, wir haben was gegen die Gangstrukturen gemacht und so weiter. Für mich war das ganz klar. Also ich kann es unter einem rechtlichen Aspekt, also in einem rechtlichen Aspekt noch verstehen. Es findet natürlich dadurch eine Vorverurteilung statt. Ne, das ist natürlich erstmal schon so Bilder,
Das sehen Leute, das erzeugt eine Stimmung und es gilt ja tatsächlich vor dem Gesetz, ja auch bei einem begründeten Tatverdacht, muss erstmal die Verteidigung dann die Gelegenheit haben, die Dinge auch dann als korrektiv zu durchleuchten. Ja, also da kann ich verstehen, wenn Leute sagen so, okay, wenn direkt Leute abgefilmt werden, hier ist der große Gangleader oder der oder jene Verbrecher, das muss ja nicht zwangsläufig immer der Realität entsprechen. Den Einwand kann ich gelten lassen, aber den bloßen Einwand, naja, da war Presse zugegen, ist eine PR-Kampagne, ist einfach populistischer Bullshit. Sollte das nicht geheim sein, so in der Regel? Oder hat man die ganze Aktion an die Presse durchgestochen, wie man so schön sagt? Ja, wenn ja, warum hat man das gemacht? Der Spiegel wiegelt ab. Man hätte durch die Netzwerke der investigativen Journalisten davon erfahren. Ein so gut arbeitendes Team wie die Mitarbeiter des Spiegels kriegt einfach vieles mit, was bei uns passiert, logisch, ne? Aber man geht verantwortungsvoll damit um. Naja, das hört sich schon irgendwie realistisch an, ist aber leider gelogen. Denn die Wahrheit, die kann man bei NTV erfahren. Ja, die Medien wurden nämlich schon 2 Wochen vor dem Termin informiert. Auch etliche Politiker wussten davon, nach eigener Aussage. Alles war bekannt, die Namen der Beschuldigten etc. pp. Ja, möglicherweise wussten auch die Betroffenen selbst Bescheid. Ach komm, jetzt wird's aber auch. Aber ich dachte, es wäre eine PR-Aktion und dann kann man dann bei NTV ein Statement von einer linken Politikerin lesen. Also was denn jetzt? Ist jetzt hier eine PR-Aktion dahinter und die stecken alle unter einer Decke oder nicht? Und selbst wenn die 14 Tage vorher schon gesagt haben, liebe Leute, wir haben dann und wann was vor, what's the problem? Also ich würde es nur für problematisch erachten, wenn was durchgestochen wird und das kriegen dann die Betreffenden mit, dass dann eine Warnung ausgegeben wird, aber dass eine Presse vorher informiert wird und gesagt wird, wir planen eine größere Aktion, halte ich dann und dann mal bereit. Wo ist das Problem? Ja, und dass natürlich dann auch vielleicht Politiker sagen, okay, ich will jetzt mal zeigen, wir machen was, wir greifen durch und wir zeigen, dass der Staat nicht blind ist, sondern dass wir eben dann eingreifen können. Auch das kann diskutiert werden. Da kann man sagen, naja, okay, wird's ja, wie wir im Artikel gesehen haben, aber was ist das jetzt für ein Beleg? Ja, geht's hier nur um eine PR-Aktion? Aber was will er hier aufdecken? Eine Verschwörung oder was ist überhaupt sein Punkt? Man kann also nachlesen, einer von ihnen hatte die Durchsuchung nämlich schon eine Woche vorher seinen Nachbarn angekündigt und sie gebeten, nett zu den Beamten zu sein. Weil er war in Italien. Also vielleicht sind auch nur deshalb so wenige Waffen gefunden worden. Das ist weniger, als im Durchschnitt in so einem Haushalt vorhanden ist. Weniger Waffen, wie in so einem Durchschnittshaushalt vorhanden sind? Jörg, also ich weiß nicht, von was für einem Haushalt du ausgehst, aber ich habe hier kein Schwert hängen. Also, ja, ich habe auch keine langen Waffen hier oder eine Pistole hier. Also weiß ich nicht, ob das jetzt so ein Argument ist. Aber die alte Pumpgun hast du noch, oder? Nee, die liegt in Berlin. Die ist, weiß gar nicht, was mit sowas gemacht wird, eingeschmolzen wird sowas, ne? Aber warum informierten die Behörden die Presse denn jetzt so früh? Ich meine, es ist doch klar, dass man auf diese Art und Weise den Erfolg der ganzen sauteuren Ermittlung gefährdet. Und zwar massiv. Warum hat man das in Kauf genommen? Dafür kommt eigentlich nur eine Antwort in Frage. Weil es sich hier in Wahrheit um eine krasse PR-Kampagne handelt. Also es gibt nur eine Wahrheit, es gibt keine anderen Möglichkeiten bei so einer umfassenden Aktion, in die mehrere Dienststellen... Also wie gesagt, das kann man leider nicht verhindern, ist ein valider Punkt. Wenn er den für sich genommen anspricht, würde ich sagen, okay, auch das halte ich dann für sehr dramatisch, wenn so eine Aktion durchgestochen wurde, wenn Leute vorher Kenntnis davon bekommen haben, vielleicht Sachen beiseite schaffen konnten. Das sollte meiner Ansicht nach auch durchaus auf parlamentarischer Ebene vielleicht mit einem Untersuchungsausschuss untersucht werden, um hier sicher zu gehen, dass da kein Patzer passiert ist. Das ist ein Punkt, wo ich auch vollkommen mitgehe. Aber daraus dann den Schluss zu ziehen, es gibt keine Möglichkeit, ja, von Leuten am großen Kreis, der informiert war, dass da einer voreilig geplaudert hat, dass da vielleicht einer freizügig war. Das muss eine PR-Aktion gewesen sein, es hatte keinen anderen Sinn und Zweck. Wie kommt der da drauf? Was ist das für eine Wahrheit? Das ist eine Interpretation, die ihr hier einfach in den Raum wirft, die überhaupt gar nicht irgendwie valide unterfüttert werden kann, ne? Diese armen alten Spinner sind einfach nur ein willkommener Anlass, um den politischen Gegner, nämlich die AfD, kaltzustellen.
Boah, diese armen. Also guck mal, jetzt wird's. Oh, jetzt. Aber hier mal die Frage, lieber Jörg. Die AfD behauptet ja so wie du, dass sie eine Partei ist, die fest auf dem Boden des Grundgesetzes steht, komme, was da wolle. Ja, was haben denn jetzt die Reichsbürger mit der AfD zu tun? Ja, warum wird die AfD getroffen, wenn ein Schlag gegen Reichsbürger eben inszeniert wird? Vielleicht, weil diese Reichsbürger sehr engen Kontakt und viele Nahtstellen eben auch zur AfD haben. Vielleicht, weil diese Spinnergruppe vollkommen isoliert dieser Partei doch ziemlich nahe steht und da auch Übergänge, die fließend sind, ausgemacht werden können. Also ich finde das schon sehr interessant, dass er einfach behauptet, ne, die werden geschlagen und die AfD soll getroffen werden. Also würde ich gerne mal mit ihm darüber sprechen, wie er darauf kommt, mein Lieber. Ne? Weil die AfD selber immer sagt, so wie du auch, wir haben doch mit Reichsbürgern nichts zu tun. Das ist doch hier alles Medienpropaganda. Ne? Also warum soll jetzt die AfD getroffen werden, wenn es gegen Reichsbürger geht? Ja, also auch muss man dazu sagen, dass genau die AfD das Publikum ja auch bedient. Ne? Also das ist einfach, wenn man sich da dort wirklich auch mit Twitter beschäftigt, was ich auch keinem empfehlen kann, was wirklich, boah, wirklich auch teilweise Bodensatz ist, ne? Und die Kommentare, die da unterwegs sind, bedient man das hier. Und dieses Verharmlosen jetzt, diese armen, alten Leute da, das ist schon ein klar Solidarisieren hier mit Reichsbürgern. Ne? Das ist für mich ein Solidarisieren, was ihr hier macht. Diese armen Leute, die da von diesem überharten Staat als PR-Aktion hier, ja, in diesem diktatorischen System hier hops genommen worden sind, ist für mich hier, lieber Jörg, da kannst du vorher trotzdem sagen, was du willst, du sympathisierst nicht mit Reichsbürgern, das tust du gerade. Genau das tust du gerade. Hier in diesem Augenblick hast du es gerade getan. Er verharmlost, er bagatellisiert und er spielt genau deren Klaviatur. Ja, weil die alle unisono nämlich genau das sagen, warum wird auf uns geschaut, warum werden nicht die richtigen Kriminellen rangenommen. Also nochmal, mein lieber Freund, hier wurde wegen Vorbereitung eines Staatsstreichs ermittelt. Und egal, ob der in die Tat umgesetzt wurde oder konkrete Planung dafür liefen, die Planung an sich reicht. Ne, und wenn du meinst, es sollte eben da nicht eingeschritten werden, dann kann man dich echt nur fragen, was soll denn passieren? Ne, also was meinst du denn, wo ist denn der Punkt, ab wo der Staat handeln soll? Die ausgemusterte Ex-Abgeordnete schafft die perfekte Verbindung zur AfD. Und schon Stunden nach der Aktion äußert sich der Kanzler besorgt über die AfD-Connection zu den Putschreichsbürgern. Der Spiegel, ganz sicher einer der Hauptakteure der Kampagne auf der Seite der Presse, der schreibt in einem Leitartikel wörtlich: Selbst über ein Verbot der AfD sollte man nach den letzten Entwicklungen zumindest diskutieren. Oder gleich machen, klar. Ja, also der Jörg pickt sich jetzt hier ein schönes Cherrypicking heraus, was in sein Storytelling passt. Ne? Das ist sehr, sehr einfach. Wir persönlich sagen es, wir wissen das, dass es in der AfD Rechtsextremisten gibt. Diese Verbindungen sind da und es gibt auch Verbindungen von AfD-Politikern zu Hardcore-Rechtsextremisten. Jörg, da brauchst du gar nicht drumherum schwafeln und so weiter. Diese Verbindungen gibt es, die sind öffentlich, die kann man sich selber angucken. Da gibt es Bild, Videomaterial von Personen, die angestellt worden sind bei Landtagsabgeordneten, bei Bundestagsabgeordneten und so weiter, die eine stark rechtsextreme eigene Vergangenheit haben und so weiter. Also da braucht man gar nicht groß rumlamentieren. Ich zitiere da immer gerne Jens Meyer, den jetzt geschassten Richter, der aussprach, wir sind stolz darauf, rechtsextrem zu sein. Ja, und solche Äußerungen sind kein Einzelfall. Also das verbale Arsenal der jetzigen AfD ist kaum noch von dem der NPD und klassischen Neonazi-Gruppierungen zu unterscheiden, auch wenn die AfD keine neonazistische, sondern eine rechtsextreme rassistische Gruppierung ist, da muss man auch differenzieren, keine Frage, aber jetzt so zu tun, als wenn das jetzt alles aus der Luft gegriffen wäre, ist ja auch Blödsinn, ja, und es gehört ja zum Diskurs dazu, dass natürlich auch dann Medien wie der Spiegel, die vielleicht eher linksorientiert sind, eine schärfere Gangart anempfehlen. Es gibt aber genauso auch Artikel von eher konservativen oder liberalen Zeitungen, die entsprechend gegenargumentieren und sagen, nee, komm, das wäre jetzt too much oder da muss man das Kind jetzt nicht mit dem Bade ausschütten. Ne, ich bin da auch immer sehr skeptisch, wenn tiefgreifende Prinzipien eben dann aufgehoben werden sollen, wie Parteienfinanzierung und so weiter und so fort. Genau. Das muss wohl durchdacht sein, weil der Schuss kann auch nach hinten losgehen oder ein Bumerang-Effekt eintreten.
Aber all das wird ja diskutiert. Das ist ja nicht so, dass wir beide jetzt hier sitzen, das aus den Fingern saugen. All das kann man ja nachlesen in hunderten von Artikeln, Kommentaren und Einlassungen zu diesem Thema. Mindestens aber sollte man die Finanzierung der Partei kippen. Gilt nur noch für die SPD und für die Grünen, das ist klar. Daher weht der Wind. Also nochmal, ich bin kein Fan der AfD. Ich brauche diese Partei nicht. Aber wenn es sich wirklich um Verfassungsfeinde handelt, ja, dann muss der Staat das beweisen. Und dann müssen unsere höchsten Verfassungsrichter diese Partei eben verbieten. Dafür haben wir alle Instrumente, das ist alles vorhanden. Ist nur bloß dumm, dass es solche Beweise offenbar nicht gibt. Trotz zum Teil jahrelanger Beobachtung. Nee, aber das macht der Staat ja. Dafür sind ja die entsprechenden Voraussetzungen gegeben, dass der Verfassungsschutz eben dann sich auch mit Klagen der AfD auseinandersetzt, die eben gegen eine Beobachtung geklagt hat, die jetzt auch immer noch nicht als gesichert rechtsextrem geführt wird, sondern als Verdachtsmoment. Es gibt einzelne Landesverbände wie Thüringen, Höckeland, die als gesichert rechtsextrem gelten, ja, aber die Gesamtpartei noch nicht, die gilt nur als Verdachtsfall. Also das, was er hier anempfiehlt, genau das wird ja gemacht. Ist ja nicht so, dass jetzt ein Spiegelartikel rauskommt und eine Razzia stattgefunden hat und es sofort heißt, die ganze AfD morgen verbieten. Die Hürden sind sehr, sehr hoch und die werden auch entsprechend genommen und auch dann, wir leben in einem Rechtsstaat, das ist ja das, was er so ein bisschen hier immer versucht, so in einen Nebel des Zweifels zu hüllen, hat die AfD ja die Möglichkeit, vor den Gerichten dagegen anzugehen. Die AfD hat auch schon Erfolge erzielt. Ja, ist ja nicht so, dass hier alles immer nur in eine Richtung geht oder hier von oben diktiert wird, was zu laufen hat. Also er stellt das alles hier sehr linear und sehr parteiisch und sehr einseitig dar. Aber dafür ist es viel, viel, viel zu vielfältig, um hier wirklich so eine, ich sag mal, dumpfe Weltsicht an den Tag zu legen, in diesem Hinsicht, ne? Durch den Verfassungsschutz. Also, das bedeutet, mit den Mitteln des Rechtsstaats kann man die AfD also nicht erledigen. Na dann eben mit einer Schmutzkampagne. Woher will also er denn jetzt wissen, dass es Beweise nicht gibt? Hat er sich mal die Unterlagen angeschaut? Nein. Also ich hab ja schon so ein paar Videos aufgenommen mit meinem Freund, den Alexander Leschig oder dem Heiner Rehn. Beides hochrangige AfD-Aussteiger, die unter anderem mal ihre Chatgruppen ausgepackt haben, um zu zeigen, was da so los ist. Ja, also wirklich von Holocaust-Leugnung, rassistische Beleidigung, Glorifizierung des Dritten Reiches. Hatten wir eine Torte mit dem Eisernen Kreuz drauf und so oder sowas? Oder Heil Höcke wurde gerufen? So viel. Also ich habe wirklich ja nur die Spitze des Eisberges antasten können, weil ansonsten könnte ich hier 7 Tage die Woche 12-Stunden-Streams mit den Leuten aufnehmen, um da mal alles auszupacken aus dem Giftschrank. Aber wir brauchen uns ja nur von führenden Politikern mal die Aussagen anzugucken, ja, und was da so geredet wird und was da so gesagt wird. Ganz offen, hoffentlich geht Deutschland vor die Hunde, damit wir an die Macht kommen, ja. Es ist ja auch keine Einzelheit, kein Einzelfall in der AfD, dass sowas propagiert wurde, ja. Da sehen wir uns an, hier Christian Lüth, ehemaliger Pressesprecher, mit seinen Aussagen, naja, hier, die kriegen ein Zugticket und kommen ins Lager. Auch das hat man hundertfach in den Kreisen der AfD von führenden Funktionären auch schon gehört. Ja, in internen Gruppen, in internen Mailverkehren und so weiter und so fort. Und diese Dinge liegen ja vor. Die werden ja zum Gegenstand gemacht vom Verfassungsschutz. Also dann besorg dir mal lieber Jörg, die entsprechenden Unterlagen, wo du einfach so eine Scheiße erzählst. Ja, und Axel, man muss auch sagen, Schmutzkampagne gegen die AfD. Also die AfD startet nun wirklich jeden Tag eigene Schmutzkampagnen gegen irgendwas, gegen irgendwelche Leute. Da kann ich dir wirklich Twitter empfehlen. Es tut mir leid, ich will gar nicht auf Twitter so rumhacken, aber ich folge da auch einigen AfD-Politikern und so weiter, was da los ist, wenn man da sich ein bisschen durchklickt. Also jetzt hier die arme AfD, da tue ich mich sehr schwer mit, ne? Da tue ich mich sehr schwer mit. Ich finde das wirklich bedenklich und es ist leider nicht das erste Mal in unserer Geschichte, dass sowas passiert. Ja, gehen wir mal zurück in das Jahr 1933. Die Nazis waren gerade an die Macht gekommen. Aber sie hatten keine Mehrheit im Reich. Jetzt mal ganz ehrlich, also erstmal diese Feststellung mit den Mitteln des Rechtsstaates kann man die AfD nicht erledigen. Das sind natürlich langwierige Prozesse. Ja, und es ist ja auch sehr, sehr gut und auch sehr wichtig in einem Rechtsstaat, dass nicht von heute auf morgen eine Entscheidung gefällt wird, die weitreichende Konsequenzen hat. Ich finde es ja gerade wichtig und richtig, dass eben hier keine Parteipolitik gemacht wird, sondern dass alles seinen formal-juristischen Gang geht. Und da sind eben verschiedene Hürden zu nehmen, da sind verschiedene Stufen zu erfüllen, da gibt es noch die Möglichkeiten zu klagen und so weiter und so fort. Er scheint sich das so vorzustellen, dass eben dann so von heute auf
bumm, eine komplette Entwicklung, eine Gesamtlage der Partei beurteilt und dann auch in Gesetze, die auch noch einmal auf ihre Verfassungsmäßigkeit hin zu überprüfen sind, eben dann umgesetzt werden. Ja, also das ist schon mal Punkt 1. Ich sage, die Dinge laufen, ja, die sind alle in Bewegung. Der Rechtsstaat ist auch gegenüber der AfD nicht blind, ja, und ist am Arbeiten, die Partei auszuleuchten und festzustellen, ist sie jetzt komplett rechtsextrem, sind es nur Teile, die rechtsextrem sind, reichen diese Teile oder die Gesamtbeobachtung aus, um eine Gesetzesänderung umzusetzen. Also das ist ja schon mal absoluter Blödsinn. Und dann ernsthaft, glaubt er jetzt durch diese Schmutzkampagne, wo in einigen Kommentaren auf eine zweifelsohne vorhandene Verbindung von Teilen dieser Leute eben zur AfD hingewiesen wird, wäre die AfD erledigt? Also da muss man ja mal sagen, lieber Jörg, hat die AfD ja schon einiges mehr hinter sich. Ja, ich erinnere nur mal an Höcke, Mahnmal der Schande und erinnerungspolitische 180-Grad-Wende oder Schießbefehl an der Grenze. Da gab es ja schon ganz andere Shitstorms in den Medien, die gegen die Partei gerichtet waren. Und die Partei ist immer noch existent. Also ist schon sehr geil, dass er jetzt wirklich das alles so hinstellt, als das jetzt hier, das ist jetzt der rauchende Colt, weil die AfD jetzt, so und wir kommen jetzt voll zum Nazi-Vergleich. Den Schlag musst du jetzt ja erstmal machen. Dass du das vergleichst, was jetzt kommt mit dem Reichstagsbrand, dass du das vergleichst mit der Aktion jetzt hier, dass die BRD zugeschlagen hat gegen diese 25 oder 50 Verdächtigen. Das, jetzt kommt großes Kino. Die KPD, ne, Kommunistische Partei Deutschlands, die war sehr mächtig und war auch der erbittertste Gegner der Nazis. Man muss dazu sagen, weil sie hatten keine Mehrheit im Reichstag. Also, die stärkste Partei 1933 war die NSDAP. Da brauche ich gar nicht googeln. Die NSDAP war bei den Wahlen stärkste Partei. Sie konnte nur nicht alleine regieren. Es mussten, ich glaube, sie ein Bündnis mit Deutschnationalen und letztlich dann dem Zentrum, was sich dann leider Gottes bereit erklärt hat, mit der NSDAP zu koalieren. Ja, aber hier, er sagt ja, und dann mächtige KPD. Ich glaube, die KPD war sogar schwächer als die SPD noch zu dem Zeitpunkt. Ich weiß es gar nicht. Es hat sich nachher das Kräfteverhältnis ziemlich verschoben, aber ich glaube, die... KPD war die zweitstärkste Kraft. Nein, natürlich nicht. Die KPD war nie die zweitstärkste Kraft. Wahlen 1933. NSDAP 43,9, SPD 18,3. Zentrum 14, KPD 12. Ja, 12,3, genau. Ja, aber nur so, wird halt schnell rausgespuckt. Eben hat er noch die ganzen Bilder eingeblendet. Warum das Bild nicht? Na gut, wird Jörg wissen, warum er das nicht gemacht hat. Aber klingt halt dramatischer. NSDAP und KPD klingt halt dramatischer, ne? Die KPD, ne, Kommunistische Partei Deutschlands, die war sehr mächtig und war auch der erbittertste Gegner der Nazis. Ja, dann hat auch ein armer ihrer Kommunist aus Holland den Reichstag in Brand gesetzt. Wie praktisch. Die Presse tobte und alles empörte sich gegen die Kommunisten. Man weiß es nicht. Ich selber habe mich als Neonazi, als junger Neonazi mit dem Thema beschäftigt. Natürlich, ne, Axel, wie hat Axel mal gesagt, was war für Axel die so eine Lichtgestalt, ne? Hat man sich natürlich mit dem Thema Adolf Hitler, Machtübernahme und so weiter beschäftigt, auch in dem Glauben, das selber mal so zu machen. Man muss dazu sagen, zu dem Thema Reichstagsbrand gibt es keine genauen Erkenntnisse, ob das jetzt der Holländer, ne, Niederländer Marius von der Lubbe. Marius von der Lubbe. Also tatsächlich habe ich mich intensiv mit beschäftigt. Es ist davon auszugehen, dass es von der Lubbe war, der allerdings als Einzeltäter und nicht auf Befehl der KPD gehandelt hat. Ja, also das gilt heute so gut wie als erwiesen. Diese Theorie, dass die Nazis selber diesen Reichstagsbrand gelegt haben und inszeniert haben, die hat sich lange gehalten, ist aber nach dem aktuellen Stand der Forschung nicht mehr aufrechtzuerhalten. Also tatsächlich ist jetzt soweit, dass eben dann die Geschichtsschreibung sagt, der von der Lubbe, der ist verantwortlich für diesen Reichstagsbrand, aber als Einzeltäter. Ja, aber die Nazis das natürlich genutzt haben und da spielt es ja gar keine Rolle, ob sie es selber inszeniert haben oder eben dann das einfach genutzt haben. Sie haben da größtmögliches Kapital draus geschlagen mit Angstpolitik, ja, mit eben hier der Aufstand der KPD steht bevor. Jetzt ist hier unser heiliges Symbol, Kultur in Flammen aufgegangen. Jetzt sind die Pläne umgesetzt worden, die schon bei den Nazis lange in der Schreibtischschublade lagen, die nur darauf gewartet haben, dass ein entsprechender
Ausrufezeichen gesetzt wird, dass sie die auch dann mit Billigung und Zustimmung des Bürgertums dann auch umsetzen können. Und ich finde aber diesen historischen Vergleich mit dem Reichstagsbrand, wenn man sich beschäftigt, was los war, ich weiß nicht, ob der Jörg sich Vorstellungen davon hat, wir waren alle nicht dabei, aber Axel, aufgrund unserer Historie haben wir uns sehr intensiv damit beschäftigt, was an dieser jungen Demokratie in der Weimarer Republik für Kräfte gezogen haben, von Ultrarechts, Monarchisten, Kommunisten, Sozialisten, das ist überhaupt nicht, ja, da kann ich mal empfehlen, sich damit zu beschäftigen, Kampf um Berlin, ja, mit SA und der Rotfront und so weiter. Und das nimmt er jetzt wirklich als Vergleich mit dem PR-Coup, dass der Spiegel morgens um 6 bei einer Hausdurchsuchung bei Reichsbürgern dabei ist. Vor allem der Vergleich ist nicht nur absolut geschichtsvergessen. Man muss ja sagen, die AfD ist hier nicht die zweitstärkste Partei. Also erstmal schon so zu tun, als wenn jetzt quasi hier die stärkste Partei überhaupt. Die AfD hat 10%, die sie auf sich vereinigt. Ja? Das heißt, 90% der Wähler haben sie nicht gewählt. Also schon mal ein ganz anderer Vergleich. Aber ich halte es auch für absolut geschichtsvergessen und geradezu erbärmlich, ja, wirklich dann das Terrorregime der Nazis, die wirklich dann Sozialdemokraten, andere Gegner, vor allem aber auch Kommunisten misshandelt, ermordet, in Konzentrationslager verbracht haben, wo sie gefoltert worden. Ja, jetzt damit zu vergleichen, dass hier 25 Leute von 50 Verdächtigen festgenommen worden sind wegen eines konkreten Tatverdachts. Also, ja, wo sind denn hier die Folterungen? Wo Verhaftung, wo sind denn hier die Verbotswellen, wo ist denn hier jetzt die Erklärung des Ausnahmezustands, den Hitler ja damals damit auch begründet hat, um eben dann die Demokratie komplett außer Kraft zu setzen und seinen Führerstaat zu formen. Ja, also so einen Vergleich zu bringen, also entweder hat der Mann wirklich keine Ahnung und sollte besser einfach die Backen halten, oder aber er betritt hier ein ganz, ganz gefährliches, bagatellisierendes, revisionistisches Terrain, was auch wieder typisch ist für Querdenker, Reichsbürger und so weiter und so fort, eben hier unsere Bundesrepublik, unsere Demokratie mit einem faschistischen Terrorstaat gleichzusetzen. Ne? Und ganz ehrlich, wenn du nicht weißt, was damals 33 da passiert ist, und Junge, ganz ehrlich, lese ein Geschichtsbuch. Ganz ehrlich, lese ein Geschichtsbuch, guck dir mal an und dann zieh den Vergleich nochmal. Und wenn du den auch weiterhin ziehst, ist dein gutes Recht. Ich will dir nicht den Mund verbieten, aber da muss man einfach sagen, bist du einfach eine erbärmliche Hanswurst. So, tut mir leid. Ist meine Meinung dazu. Ja, das gab dann auch sofort eine ganze Reihe von Maßnahmen. Die wurden sofort eingeleitet, inklusive am Ende dem kompletten Verbot der Kommunistischen Partei. Fertig war die Laube. Ja, und der Weg zum sogenannten Ermächtigungsgesetz war frei. Und das war dann das Ende der Weimarer Republik. Kommt euch das bekannt vor? Das ist doch genau die Geschichte, die jetzt und hier vor unseren Augen abläuft. Boah, das kann man doch nicht ernst meinen, oder? Setzt man sich da wirklich hin und sagt so, dass er jetzt das Vergleich, dass eine Aktion, wo 150 Objekte durchsucht werden von Staatsfeinden der Demokratie, von Staatsfeinden dieses freien Staates und vergleicht das mit dem, was mit dem Ermächtigungsgesetz passiert ist er vergleicht es nicht. Ein Vergleich kann ja zu Unterschieden kommen. Ja? Ein Vergleich kann auch sein, ich vergleiche jetzt mich mit dir und sehe, wir sind vollkommen unterschiedlich. Er sagt ja, O-Ton, es ist das Gleiche. Er sagt ja, es ist identisch. Er stellt es auf eine Stufe. Ja, also da muss man wirklich sagen, wer da noch wirklich drunter schreibt, so, oh Mensch, der hat den Durchblick oder oh, was der da erzählt, Daumen hoch trifft zu, wo ich mir auch denke, alter Falter, wie kann man so einen gequirlten Nonsens von sich geben? Ne? Also das ist ja wirklich, erst stellt er es so dar, oh, lächerlich, hier so 50 Hansels, 25 Festnahmen, Rentnertruppe und jetzt plötzlich ist das Gleiche, ja, als wenn wirklich dann ein Terrorregime inszeniert wird, um Tausende von Menschen in Konzentrationslager zu verbringen, in Wilde, ja, die damals noch von der SA geleitet worden sind, mit Foltern, mit Morden, mit wirklich übelsten Geschehnissen. Ja, das ist für ihn jetzt das Gleiche, was hier passiert ist, weil der Staat ermittelt hat, ja, weil der Staat zu dem Entschluss gekommen ist, hier Leute eben dann anzuklagen und Axel, hier wird keiner verschleppt, hier kommt keiner ins Gulag, der Prinz wird nicht gefoltert und so weiter. Ja,
Das muss man einfach auch mal sagen. Jörg, das, was du hier sagst, das ist eine Frechheit. Du verharmlost das NS-Regime, ja, du, das ist Unrecht, was du hier machst. Das ist einfach Unrecht. Ja, und du solltest in den Spiegel gucken und sagen, was du den Leuten damit antust, die auch unter diesem Regime gelitten haben, die dort Verluste hatten und die Millionen Menschen einfach da so zu tun. Das ist jetzt die gleiche Situation. Wo ist denn deine Freiheit eingeschränkt worden? Weil du Angst hast, dass ein scheiß Waffengesetz verschärft wird, weil du nicht 16 Millionen Umsatz machst, sondern 15 Millionen. Halt deinen Mund, Mann. Halt deinen Mund. Ja, dir geht's um eine scheiß monetäre Sache und dir geht's ja auch nicht um die Freiheit von irgendwelchen Leuten und NS-Regime und so weiter. Kommt in deinem Video gut an und sagt, oh ja, jetzt, das ist genau das Gleiche. Wer sitzt denn jetzt zu Hause? Einer von euch, selbst die Fanboys hier im Chat, sollen jetzt mal sagen, was sie an Repressionen von diesem Staat jetzt haben. Was, wo sie heute eingeschränkt sind. Wer von euch kann sich heute nicht in sein Auto setzen und nach Frankreich rüberfahren oder von mir aus nach in die Türkei oder nach China oder sonst was oder zum Flughafen oder kann heute nicht in den Supermarkt gehen oder sonst, keine Ahnung, erzähl's doch mal. Wer von euch hat denn Angst, dass heute jemand noch klingelt mit Schlapphüten und sagt, er will das Haus durchsuchen ohne Beschluss und so weiter, zeigende Gestapo-Marke und so weiter. Das ist einfach Blödsinn. Es ist Angst, was der Jörg hier macht und das ist ein unwürdiger Vergleich und das ist egal, wer hier den Jörg verteidigen möchte, so einen Vergleich zu ziehen, ist einfach ekelhaft. Ist einfach ekelhaft. Ja. Amen, ja. Gut, es ist jetzt nicht zum Angriff auf den Reichstag gekommen. Das wäre natürlich noch viel besser gewesen, aus Sicht der Kampagne jedenfalls. Aber warum ist es nicht dazu gekommen? Naja, weil die Rentnertruppe wahrscheinlich gar nicht aktiv werden wollte. Na, denn man kann es im Spiegel nachlesen. Mehrere angesetzte Termine für den Angriff sind nämlich ereignislos verstrichen. Also er zitiert, hier steht, einmal soll der Termin für den Tag X verstrichen sein, ohne dass irgendetwas geschehen wäre. Ja, also auch hier wissen wir noch gar nicht, was jetzt Sache war, aber es scheint ja dann schon eine konkrete Planung gegeben zu haben. Und auch wenn die dazu nicht imstande gewesen wären, ich glaube, wenn wir beide uns zusammensetzen, wären wir auch nicht wirklich imstande, irgendjemanden umzubringen. Ja, wir setzen uns zusammen und sagen, hier, komm, wir legen an. Ne, keine Ahnung, irgendjemand, der hochsteht, der auch Personenschütze hat. Trotzdem ist es eine Straftat. Trotzdem ist es richtig, dass dagegen angegangen wird. Also er erwartet ja jetzt praktisch, dass die Leute wirklich kurz vor den Toren abgefangen werden, wie sie mit Kalaschnikows da reinstürmen wollen. Dann wäre es gerechtfertigt und vorher nicht. Was ist das für ein Punkt? Was ist das für ein Rechtsverständnis, was der Mann hier vertritt? Ja, und auch Axel, jetzt habe ich so einen Kommentar von jemandem, echt so, da frage ich mich, was los ist mit den Leuten. Bad Leutnant, es kommt darauf an, was man für eine Freiheit möchte. Ich möchte die Freiheit haben, auf meinem Grundstück mit einem Bogen zu schießen. Wurde es dir weggenommen? Wurde es dir weggenommen? Du kannst doch ja, sogar... Wurde es ihm weggenommen? Aber das ist doch jemand, der auf das Gesabbel von diesem Jörg reinfällt und sagt, denken Sie, wollen wir das bald wegnehmen? Alles wird bald verboten. Aber es ist... Nochmal, du kannst mit Armbrust, du kannst mit Luftgewehren, also du kannst mit allem möglichen Kram kannst du da schießen. Ja, also... Tut das weh, wenn jemand so dumm ist wie Bad Leutnant. Frau Faeser wollte die Waffengesetze verschärfen, die Unschuldsvermutung abschaffen, Rede im Bundes... Unschuldsvermutung sollte nicht abgeschafft werden. Es sollte eine Beweislastumkehr geben, dass ein Extremist auch dann beweisen sollte, dass er kein Extremist ist. Jeder, der sich mit Politik beschäftigt hat, wusste, dass das nie so kommen wird. Es gibt eine Beweislastumkehr. Gibt eine Beweislastumkehr, wo es was kriminelle Dinge angeht. Das ist in Italien geschaffen worden. Aber wenn doch so eine Kampagne behalten. Wenn doch so eine Kampagne dahinter steht, so ein Masterplan ist, ja, eine Kampagne, die dahinter steht. Warum hat denn der zuständige Justizminister die Faeser abgebügelt? Ja, warum sind die Gesetze gleich in Kraft getreten? Oh ja, aber wie gesagt, wenn doch eine Kampagne da ist, wenn das doch ein Guss ist, ja, warum hat denn unser Justizminister gesagt, nee? Nein, ist ja eine tolle Kampagne, ich weiß nicht. Ne? Also ja. Das sind so Verschwörungstheorien in den Köpfen. Und Axel, dieses Gefühl von dem Bad Leutnant dann, ja, der eine sagt, ich will auch einen scharfen Panzer im Garten haben, ist meine Freiheit, ist mein Grundstück. Und genau das ist nicht, wir brauchen Regeln und Einschränkungen. Wir brauchen das. Das ist einfach so. Ja, ich will Freiheit. Aber Freiheit ist auch eine Sache, dass wir dem anderen das auch zugestehen, dass er sich sicher fühlt. Ja, und dass das nicht hier eskaliert. Alles muss seine Grenzen haben. Freiheit geht so weit, solange man die Freiheit des anderen auch nicht einschränkt oder dass der in Angst leben muss.
Ja, und keiner hat dir irgendwas weggenommen. Das ist einfach, das ist... Ja, also letztlich, wie gesagt, ich bin auch kein Fan von der Frau Faeser. Ich halte diesen Vorstoß von ihr auch für gefährlich und unhaltbar. Ja, aber darüber kann ja diskutiert werden. Habe ich doch am Anfang gesagt. Jeder wusste das. Ja, dann kann man ja aber auch sagen, von wegen, darüber reden wir jetzt, aber was die hier machen, ja, ist ja Stimmungsmache, ist ja wieder ein simplifiziertes, populistisches Weltbild, um Ressentiments und Ängste zu schüren, um so zu tun, als wenn die da oben als eine Klasse und Einheit gegen uns da unten agitieren. Es wird ja vollkommen außer Acht gelassen, dass das alles viel komplexer, viel diverser ist. Und wenn man die Frau Faeser kritisiert, was gut und billig ist, was ich auch tue, heißt es nicht, dass dahinter ein System steht, was als solches gegen die Interessen der Bürger oder gegen die Freiheit gerichtet ist. Im Gegenteil. Ja? Man kann über alles diskutieren, man kann über alles eben dann auch sprechen, man kann seine Position reinbringen, ne? Aber immer so zu tun, als wenn da so ein Masterplan hintersteht, das ist der erste Schritt. Und Axel, wir müssen jetzt auch mal ganz klar sagen, der Jörg und hier andere, die sehen das wirklich so, dass wir in Zeiten sind, dass wir hier kurz vorm Ermächtigungsgesetz stehen. Das ist doch lachhaft und das ist Geschichtsrevisionismus vom Feinsten und eine Verharmlosung des NS-Regimes immer wieder. Das sind Vergleiche, die du in der Rede hättest halten können und sag, guck mal, was dieser Staat jetzt macht und hier. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Also es regt mich. Regt mir richtig auf das Video. Regt mir richtig auf. Die Behörden wussten von den Terminen, ne, wegen der Abhörung. Die haben aber vorher nicht präventiv eingegriffen. Weil es natürlich viel besser gewesen wäre, wenn man die schwerterschwingenden Rentner... Da hast du die Ermittlungsakten. Wenn nichts passiert ist, vielleicht gab es da auch Informanten, vielleicht gab es da andere Abhörprotokolle. Die Presse hat doch nicht jetzt schon die kompletten Ermittlungsakten da liegen. Aber du weißt genau, was die alle wussten, was die gemacht haben und wieso, warum, weshalb. Oh, Alter, ein Genie vor dem Herrn. Also ein Seher, dass der 16 Millionen verdienen muss mit seinem Shop, kann ich mir gar nicht vorstellen, weil so, was der alles blickt, müsste doch eigentlich komplett die Lottozahlen immer vorhersagen können. Ne? Dingfest gemacht hätte. Ja, auf frischer Tat ertappt nennt man das. Erst als man die Hoffnung auf einen echten Angriff komplett aufgegeben hat, haben realisiert, das machen die nicht. Da wurde man dann tätig. Ach, das ist so, es ist wirklich so, es tut mir leid. Ja, also, das triggert mich so hart, weil er wirklich, das ist Verschwörungsgesabbel vom Feinsten. Ja, da sitzen dann irgendwie 20 Schlapphüte beim Verfassungsschutz in Hessen oder in Thüringen oder was weiß ich wo und die dann alle gesagt haben, scheiße, die machen keinen Tag X, schade, keine Bürger sterben. Das kann man sich nicht zusammenreimen und dann sagt, oh scheiße, unser großer Plan ist nicht aufgegangen. Schade, vielleicht sollten wir denen nochmal Waffen geben. So denkt der, glaube ich, wirklich. Das musst du dir mal vorstellen, Axel. Jeder, der mit dem Staat und Staatsschutz schon mal und Verfassungsschutz schon mal zu tun hatte, weiß, klar gab es da Probleme, besonders wenn man sich mit dem Thema NSU beschäftigt und so weiter. Ja, aber das ist doch ein Witz, dass er glaubt, dass da irgendwie 20, 30, 40 Staatsschutzbeamte sitzen mit Überwachung und das auswerten und dann sagen, ah ja, gut, komm, lassen wir laufen, hoffentlich Tag X und dann kann unsere Behörde, das ist dumm gesabbelt. Wer generell schon mal mit Behörden zu tun hatte, der weiß ja ganz genau, wie das in Deutschland läuft. Ja? Also es ist ja auch nicht so, dass hier eine Zentralstelle sitzt, die dann einen Beamten hat, der dann von Scholz persönlichen Anruf kriegt, so machen wir das jetzt. Da sind ja so viele Stellen mit betraut. Ja? Nehmen wir uns an, selbst wenn da jetzt eine Zelle gewesen wäre, die sagte, hier, der Scholz hat uns hier eine Mille hingelegt, ja, wir wollen jetzt hier eine Eskalation haben, hätte es 5 andere Stellen gegeben, die Informationen auch abgegriffen haben, mitbekommen, vorgewarnt. Ja, das ist alles von da oben gesteuert, Axel. Alles von da oben, das geht von der Behörde von ganz, ganz oben. Aber ist schon eigentlich schon so eine geile Weltsicht, alles sehr einfach auch in seiner Welt. Ne? Es scheint alles irgendwie so zu funktionieren. Ne, wo ich mir denke, Mensch, also wenn wir wirklich so ein System hätten, wo so ein Anruf genügt und dann wird das eben dann auf allen Ebenen durchexerziert, Mensch, ne, und dann... Axel,
Axel, das ist jemand, der selber vielleicht noch nie eine Hausdurchsuchung hatte, der noch nie mit Extremisten irgendwie unterwegs war oder sonst irgendwas. Und der Staat, das ist nicht einfach, diese Überwachung. Der Jörg tut hier so, als wenn das alles so mega einfache Arbeit wäre. Der stellt sich jetzt wahrscheinlich noch vor, dass so ein Schlapphut da sitzt und so ein Telefon abhört. Die Daten müssen ausgewertet werden. Dann gibt es Gefährdungsgespräche. Okay, wie akut ist dieses Gespräch über Tag X? Ist das nur Gelaber? Da gibt es, ich habe Akten hier, ich habe gerade Akten online gestellt von TKÜs bei mir und da geht es um Gefährdung. Okay, können wir das weiter laufen lassen? Können wir Strukturen noch weiter erkennen? Oder müssen wir handeln und so weiter? Das ist ein riesen komplexes Ding und du meinst, du hast das hier in deinem Zimmer da aufgedeckt, du sitzt da und holst ein Spiegelding raus und einen Wikipedia-Bericht und du hast die Welt durchschaut. Axel und ich waren in konspirativen rechtsextremen Kreisen, wir waren konspirativ, wir haben das Telefon gemieden, wir haben E-Mail gemieden, wir haben Dinge, die Brisanz hatten, haben wir von Person zu Person gegeben. Ich war unterwegs in Wäldern damit, weil wir Angst hatten vor Überwachung und wir haben es den, und der Staat muss da auf Zack sein. Er muss all diese Dinge tun, die er da gemacht hat. Das ist einfach... Muss man immer die konkrete Einschätzung treffen, wenn eben dann klar ist, da passiert nichts. Könnte man natürlich auch sagen, okay, wir schreiten jetzt schon ein, aber es gibt ja immer auch noch das Interesse, mehr zu erfahren, vielleicht Hintermänner oder ob es wirklich irgendwo Waffenlager gibt, ja, und da gibt es ja so viele Momente, wo Leute entscheiden müssen, Rücksprache halten müssen, dann kommt eine Weisung und so weiter und so fort. Da sitzt doch keiner, der sagt, oh, hoffentlich bringen die jetzt ein paar Leute um, dann haben wir was in der Hand. Ja. Also, was sind das für Vorstellungen? Also, James Bond, das ist so ein James-Bond-Roman, den der wahrscheinlich gelesen hat und denkt so, oh hier, da sitzt dann hier mit der weißen Katze auf dem Arm hier, ne, und dann ruft der Scholz an und sagt, macht mal hier, wir brauchen Stimmung gegen die AfD, sonst kriegen wir die nicht platt, die mit 10% sind die so gefährlich, wir müssen eine Kampagne fahren, wir haben gar keine anderen Probleme im Moment, außer die AfD hier über die Reichsbürger ranzukriegen, das ist schon so... Oh, Alter, Selbstviktimisierung und Selbsterhöhung auf einem ganz anderen Niveau. Vor allem, wenn er selber sagt, ich habe mit den Leuten nichts zu tun, ich lehne die auch ab, ich mag die gar nicht, die brauchst von mir aus gar nicht geben. Warum erzählt der dann so einen Nonsens? Ne? Also. So. Bisschen dünn dann die Story, aber wenn man die Presse rechtzeitig ins Boot holt, dann wird's schon gehen, oder? Ja, also. Alle berichten fleißig über den Putsch und dann kann man einfach alles verbieten, was halbwegs rechts von der CDU steht. Ja, erste Maßnahmen werden jetzt auch schon angekündigt. Nancy Faeser, unsere Innenministerin, die will das Waffengesetz weiter verschärfen. Ja, was denn auch sonst? Ne? Obwohl die Reichsbürgerrentner ja gar nicht bewaffnet waren. Aber die Absicht ist klar. Noch kennt man keine Details. Aber ich prognostiziere, sie werden alle Waffen erlauben. Muss als Terrorist nicht bewaffnet sein. Ich kann als Terrorist auch einen LKW nehmen und in den Weihnachtsmarkt reinfahren. Das haben wir doch gesehen. Als Terrorist kann ich alles zu einer verkackten Waffe machen. Ja, ich kann auch in ein Polizeirevier reinmarschieren und da versuchen, aus dem Holster vom Polizisten eine Waffe zu klauen und um mich zu ballern. Als wenn Terror irgendwie immer auch direkt an den Besitz von Waffen gekoppelt wäre. Also... Warte, was war jetzt auch seine Ansage? Was glaubt er? Aber die Absicht ist klar. Noch kennt man keine Details. Aber ich prognostiziere, sie werden alle Waffen erlaubnispflichtig machen. Armbrüste, Bögen, Schreckschusswaffen, Luftgewehre, Schwerter, einfach alles. Alles. Ja, da... Aber genau, das wird jetzt, alles wird jetzt verboten. Auch das Atmen ohne Maske, es wird... Alles verboten. Da ist der jetzt genau in dieser Bubble drin, die wir auch Axel, Pandemie kennengelernt haben, die erzählt haben, es wird alles verboten. Alles. Axel, das Einzige, was ich höre vor Weihnachten, ja, ist, weißt du, was ich höre? Mir geht die Kohle flöten. Kaufen, ich hab Angst. Kaufen, horten, kaufen, kaufen, kaufen. Mit Angst 10% auf alle Käufe. Angst 10. Jetzt, los. Alles wird bald. Waffen. Meine Güte, und das ist seine größte Sorge, dass es vielleicht gewisse Waffen irgendwann nicht mehr geben, dass es keine Armbrüste mit Magazinen mehr gibt. Wer braucht eine scheiß Armbrust für irgendwas mit einem Magazin, Axel? Wer braucht das? Aber wie gesagt, ich habe ihn wenn ja eben... Wenn du das als zitiert, Sport betreibst. Ich hab ihn ja eben zitiert. Er sagt ja, er persönlich braucht keine Waffen, die nicht tödlich sind. Weil wenn man sie besitzt und im Notfall einsetzt, sie sind nicht tödlich, dann taugen sie nichts. Das ist sinngemäß das, was er erst kürzlich am Interview von sich gegeben hat. Ne?
Und der weiß doch genau, was er da verkauft. Der nutzt natürlich jetzt entsprechende Grauzonen und Löcher, die noch vorhanden sind, um eben hier zu verticken, zu verticken, zu verticken. Das sind für ihn aber keine Sportwaffen. Kann er mir nicht erzählen. Der verkauft hier, also der ist nicht so, weil sonst würde ich hinsetzen und sagen, hier komm, wir machen eine Kampagne. Wir sind Sportschützen, wir wollen eben hier mit dieser jeden Sport machen, Wilhelm Tell Gesellschaft und so weiter und so fort. Bitte nehmt uns nicht die Waffen, wir haben damit keine bösen Gedanken. Nee, er schürt doch diese Ängste, er verbreitet doch Videos, wo er von Plünderungen warnt und sagt, wenn der Blackout kommt und dann stehen die Falschen vor der Tür, dann seid ihr besser bewaffnet, um euch verteidigen zu können, euch und eure Lieben. Das ist doch genau diese Eskalationsspirale, die er mit anstößt, in der Hoffnung, da noch ein bisschen mehr Kohle rauszuziehen. Eine ganz widerliche, ekelhafte Geschichte. Und jetzt stürzt er sich eben dann auf diese Verschwörungstheorie. Die wollen uns alles nehmen. Hier der zweite Reichstagsbrand, den haben wir jetzt live miterlebt. Die Historie wiederholt sich. Und jetzt nehmen sie uns die Waffen. Und dann ist alles vorbei. Und jetzt noch schnell kaufen. Im Endeffekt, Axel, was wir hier hören, es ist Verschwörungstheorie alles. Es ist Verschwörungstheorie. Staat hat sich verschworen gegen die Bevölkerung. Die da oben haben sich verschworen. AfD-Mitgliedern und Sympathisanten? Ja, denen wird man die waffenrechtliche Zuverlässigkeit absprechen. Diese Leute werden keine Waffen mehr besitzen dürfen. Das ist meine Prognose. Ja, findet man dann doch irgendwelche Waffen bei den Leuten, was weiß ich, ein Küchenmesser, ja, dann ab in den Knast mit ihnen. Ach Gott, der ist so, das ist doof schon. Ist auch doof schon. Das ist doof. Findet man ein Küchenmesser, ja, dann geht's in den Knast. Es ist doof. Dann 20 Jahre. Zwar wird extra ein Gesetz wird es geben, ja, nur für AfD-Küchenmesserbesitzer, dass die alle, die werden sich jetzt Plastikbesteck zwangsweise ab. Ach, das ist einfach doof. Das ist billiger Bauernfang hier. So wird das kommen. Aber letztlich, weiß nicht, wo sein Problem jetzt auch ist. Eben hat er noch gesagt, von wegen ja hier der Rechtsstaat, der müsste ja eben dann rechtsstaatlich versuchen, wenn nun eben dann die geltenden Gesetze, die wir jetzt schon haben, werden, dass Extremisten, erwiesene Extremisten, wie er selber sagte, ja, keine Waffen haben dürfen und die AfD irgendwann dann als erwiesene extremistische rechtsextreme Partei gilt, dann ist es doch nur gut und richtig, dass die Leute dann nicht in den Besitz von... Ja? Das ist doch genau das, was er eben noch selber gefragt hat. Ja, der Rechtsstaat, der müsste dann die Möglichkeiten ausschöpfen und wenn das jetzt passiert, ne, ist es jetzt auf einmal falsch. Jetzt und auf Axel, einmal. Oh, Axel, jetzt. Ich bleibe dabei. Wer als Extremist eingestuft wird, will ich nicht, dass der Waffen besitzt. Ich weiß gar nicht, über was wir dann diskutieren. Wer als Extremist eingestuft wird, der soll keine Waffe besitzen. Es macht es ihm nur einfacher. Du hast es vorhin gesagt, er wird irgendwas anderes auffinden als Waffe, aber ich will, dass er keine Waffen besitzt. Und wenn auch jemand einen Waffenschein hat und sich radikalisiert, dann gehört dem auch der Waffenschein weggenommen. Das ist einfach so. Stehe ich zu. Ja, ist so. Ja, tatsächlich. Ich bin generell, wie gesagt, der Meinung, Waffen sollten so gering wie möglich in die Hände von Privatpersonen gelangen. Das ist für mich eine Form von Sicherheit. Müssen der Polizei vertrauen, wenn das nicht immer und überall passiert, hat ja auch Gründe, ist das sehr, sehr traurig, aber die Lösung kann nicht sein, dass jetzt jeder selber als Ordnungsmacht aufspielt und bewaffnet, weil dann haben wir Scharia-Polizei, dann haben wir rechte Bürgerwehren, dann haben wir autonome Strukturen, wo jeder für sich selber das Recht in Anspruch nimmt und dann wird eben nach ideologischen Gesichtspunkten aussortiert und Recht gesprochen und mit Waffengewalt notfalls umgesetzt, dann haben wir irgendwann tatsächlich wieder Weimarer Verhältnisse. Ja. Müssen wir alle, auch die AfD gar nicht gut finden. Man nimmt uns allen die Freiheit, einfach nur, um den politischen Gegner fertig zu machen. Und was können wir jetzt tun? Wir können uns wehren, natürlich, wir können uns wehren. Wir müssen jetzt zusammenhalten und wir müssen einen Shitstorm auslösen gegen diese Machenschaften. Und jetzt rate, was jetzt kommt, was jetzt die grandiose Idee ist, Axel. Was meinst du, was ist jetzt die Idee? Weißt du es? Axel? Facebook-Gruppe. Ne? Also ich gründe jetzt eine Facebook-Gruppe und da sammeln wir dann alle und dann kriegt ihr einen schönen Discount auf den nächsten Armbrusteinkauf und dann zeigen wir mal, wer hier das Volk ist. Dann wehren wir uns. Dann... hier, ne, ich mit meinen 2,93 Millionen Followern, die werden alle hier
ein Mann hinter mir stehen und die Pfeile sein, die ich durch meinen Hals verbal losschieße, um hier die Freiheit unser aller zu verletzen. Ne? Jetzt kommt die Idee. Seid mal gefasst. Ein Shitstorm, der seinesgleichen sucht. Ich habe eine Facebook-Gruppe gegründet, die heißt Freunde der Freiheit. Ja. Ja. Und ich möchte mit euch zusammen einen solchen Shitstorm organisieren. Ihr müsst mir dabei helfen. Das muss episch werden. Unsere Freiheit steht auf dem Spiel. Nichts weniger als das. Also noch mal ganz klar. Auch wenn euch die AfD egal oder sogar zuwider ist, so wie mir, darum geht's nicht. Wir werden alle unter den kommenden Einschränkungen leiden müssen. Ganz egal, wofür wir stehen. Ich leide jetzt schon extrem. Wir alle werden leiden müssen. Ganz Deutschland ist in einem Jammertal gefangen und wird leiden. Es wird sein wie im Dritten Reich. Also es wird also die Hölle auf Erden. Ganz, ganz, ganz schlimm. Also ich habe jetzt schon Panik, vor die Tür zu gehen. Es kann nur schlimm werden, Philipp. Wir alle werden leiden. Genau, ne? Ich höre den Aufruf auch so. Oliver schreibt von YouTube, ihr müsst mir helfen, mein Business zu schützen. Genau, genau das habe ich auch gehört. Genau so. Genau so, wartet mal, aber kommt jetzt erst noch. Das ist eine Hexenjagd, die da auf uns zukommt. Na, wenn man in Zukunft jemanden eins auswischen will, dann muss man ihn einfach nur als AfD-Anhänger denunzieren, so wie früher die Hexen. Ne? Ein oder zwei Fake-Accounts bei Telegram, schnell gemacht, die reichen als Beweis und zack, erledigt ist die Sache. Hier wird unser aller Freiheit verschachert. Egal, welche politische Meinung wir vertreten. Genau, einfach die Behauptung aufstellen, werde ich morgen einfach pro forma mal machen, sagen, hier der Philipp, der ist AfD-Anhänger und dann wird ungeprüft, Hausdurchsuchung, die Küchenmesser werden dir konfisziert, du wirst keine Rechte mehr haben alle, die du kennst, auch. Ne? Also ist schon mit Prügelstrafe auch natürlich. Ne? Also das hat der schon jetzt gut erkannt, der Jörg. Ne, es wird einfach den Finger zeigen und dann ist vorbei. Ne, es gibt keinen Rechtsstaat mehr, es gibt keine Möglichkeiten, dagegen anzugehen. Ist alles schon hier beschlossene Sache. Also der Mann hat den Durchblick. Also das ist schon, der Mann ist eine Seher. Ne? Ja, aber warum bleibt man nicht bei dem Thema, wenn man sich mit Armbrüsten und so beschäftigt hat? Warum? Weil er das Klientel ansprechen möchte. Das ist halt dieses von wegen hier so, ja, ich bin ja kein AfDler, aber ich stehe hier und verteidige euch. Ich bin für euch da. Ihr werdet eine Hexenjagd. Hexenjagd, wie im Dritten Reich. Ne, das ist doch Wutbürgerslang. Das ist doch genau das blöde Gelaber, was wir von Pegida, den Corona-Demos und überall so weiter kennen. Das gleiche Gelaber wie immer. Die Leute, die ihn jetzt supporten, das sind die Leute, die sagen, oh, endlich mal einer. Guck mal, der gehört gar nicht zu uns. Der hat das trotzdem geblickt. Und den abonnieren wir, da kaufen wir. Axel, ne? Es ist doch auch jetzt, was macht der Jörg? Am Anfang sagt der AfD nicht mein Ding und jetzt kommt er und sagt, wow, wer jetzt aber zur AfD steht, der ist außen vor. Im Endeffekt macht er hier wieder den Schulterschluss. Natürlich, aber ist ja clever gemacht. Aber es ist für die AfD ist es clever, weil die sagen können, hier, guck mal, der ist keiner von uns, aber der sieht das genauso und er spielt deren Melodie, er spielt deren Lied, er bedient deren Ressentiments, Ängste und Verschwörungsideologien mit seinem Kram da. Ja, Wir stehen vor dem Ende der Rechtsstaatlichkeit in Deutschland. Ich will hier mal ein Gedicht von Martin Niemöller zitieren. Wahrscheinlich habt ihr das im Deutschunterricht schon mal gehört. Kann man aber auf alles anwenden. Zwei Fake-Accounts, unser aller Freiheit wird verschachert. Das ist schon also alles durch. Alter Falter, also es geht bestimmt noch dramatischer. Jetzt hier, ja, jetzt geht's dramatischer. Jetzt geht's auch um Arbeitslager, um Tötung, um Juden, um Antisemitismus und so weiter. Und jetzt geht es um den großen Kampf. Also es kann nicht epischer werden oder ein bisschen mehr Pathos noch. Ich glaube, Ting der Titan hätte jetzt noch ein bisschen Musik untergelegt. Das ist natürlich eine Sache, da können wir nicht mit. Aber wir haben noch ein bisschen Volkslehrer. Die Volksgrabenwochen, die Ausländer stark macht. Vom Trainer, dem Volkslehrer mit goldener Haarpracht. Die Nazis, die Kommunisten holten, da habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die Gewerkschaftler holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Gesellschaftler. Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Jude. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Also, pass auf, sein Ding ist, er vergleicht das,
dass Menschen abgeholt worden sind im Dritten Reich, vergleicht er mit der Durchsuchung in einem Rechtsstaat, wo es einen Prozess zu geben wird, wo die jetzt Anwälte haben, die diesen Staat abschaffen wollten, die sich über Tag X unterhalten haben, vergleicht er mit dem Dritten Reich, wo Juden abgeholt worden sind und ins KZ gebracht worden sind und dort ermordet worden sind. Das ist sein Vergleich, das ist das beste Gedicht, was du gefunden hast, Jörg, dafür. Das ist, ja, aber generell das so zu instrumentalisieren und wirklich so zu verharmlosen und zu bagatellisieren. Also er ruft hier eine Seite auf vom Holocaust-Museum. Also von 50 Beschuldigten sind 25 festgenommen worden. Ja, und er vergleicht das jetzt wirklich mit einem der schlimmsten Terrorherrschaften, den die Welt je gesehen hat. Ja, wo Menschen wie Vieh zusammengetrieben, misshandelt und ermordet worden sind, kleine Kinder ins Gas geschickt worden sind. Alte Menschen erschossen worden sind und in Leichenlagern verscharrt worden sind. Und das der Vergleich ist ekelhaft. Ist ekelhaft. Punkt. Da brauchen wir gar nicht groß. Also, das ist jetzt so eine Sache so. Und der Rechtsstaat ist am Ende, weil eine wild gewordene Ministerin, sage ich jetzt mal böse, Vorschläge um die Ecke gekommen sind, die auch direkt auf Kritik, direkt auf Diskurs gestoßen sind. Also das ist für ihn identisch mit dem Dritten Reich, mit dem Terrorregime der Nazis. Also ganz ehrlich, ja. Weiß ich nicht. Also entweder hat er echt ein ich weiß gar nicht, wie ich es nett sagen soll. Also der ist für mich durch, der Mann. Also, lasst uns nicht schweigen. Lasst uns laut werden. Für die Demokratie und für die Freiheit. Bitte kommt in die Facebook-Gruppe und helft mit. Ja, für diejenigen unter euch, die sich, so wie ich, für Waffen interessieren. Bitte kommt auch in die Gruppe Faires Waffenrecht, die vom VDW, dem Verband der Büchsenmacher und Waffenhändler, betrieben wird. Am besten werdet ihr auch Fördermitglied im VDB. 5 € pro Monat ermöglichen diesen größten deutschen Waffenlobbyistenverband. Eine wirklich schlagkräftige Kampagne gegen die noch weiteren Verschärfungen, gegen noch mehr Gängelungen der Legalwaffenbesitzer in Deutschland anzuzetteln. Ich habe euch die Links zu den Gruppen angehängt in der Textbeschreibung unten. Bitte geht auch auf andere YouTuber und Influencer zu. Ja, wir müssen jetzt zusammenhalten. Das ist die letzte Chance, unsere letzte Chance. Eine rot-grüne Diktatur, ja, so nenne ich das, das haben die vor, zu weiß, brauchen wir gar nichts weiter zu sagen, ne? Axel, so harmlos das Video angefangen, ne? Ich bin kein Reichsbürger, ich bin nicht pro AfD, kennen wir auch von allen Typen und Typinnen, die wir hier behandeln, ne? Es geht immer um Freiheit, es geht um Demokratie, bin ich ja alles. Im Endeffekt, Jörg, ich höre hier nur Hass raus. Ich höre hier nur Hass, Hetze, Angst um dein Geschäft raus. Mehr höre ich hier nicht raus. Die arme Geschichte von deiner Frau, die als Vertriebene aus der Ukraine kommt, dann Ärztin wurde. Ja, schönes kleines private Gimmick drin, aber im Endeffekt verbreitest du hier nur Hass und Angst. Mehr ist das nicht. Aber auch wirklich mit unhaltbaren Vergleichen. Wie gesagt, es wäre für mich ein valides Video und durchaus auch diskursberechtigt, wenn er einfach nur sagen würde, ich bin gegen Verschärfung aus folgenden Gründen, ich halte das für überzogen oder halte das nicht für rechtlich umsetzbar, aber was er hier macht, ist ja wirklich ein Video für die AfD, für die Reichsbürgerszene, für dieses Konglomerat aus Strukturen, die selber von einem grandiosen Denken geprägt sind, die selber von Verschwörungstheorien ausgehen, die davon ausgehen, dass die da oben gegen alle anderen agitieren und den Rechtsstaat aushebeln wollen und dann ist er sich nicht zu doof, wirklich hier direkte Vergleiche zum Dritten Reich und zu den Terrormaßnahmen der Nazis zu ziehen. Also das ist wirklich geschichtsvergessen und ich empfinde das echt als zu verhindern. In diesem Sinne, danke und bye-bye. Okay, dear English speaking. Ja, dear English speaking, das lassen wir jetzt. Er hatte jetzt in der Facebook-Gruppe, hatte er die Leute aufgefordert, irgendwie Einschreiben an die Behörde zu schicken. Er wollte, dass irgendwie, dass da Zehntausende Einschreiben an die Behörde gemacht werden und ein Verwaltungsakt draus gemacht wird und so weiter. Kann sich jeder ein bisschen mit beschäftigen. Mir reicht das Thema, ganz ehrlich. Weil ich weiß, dass nachher hier Jörg Sprave und seine Gang und so hier wieder auftauchen. Alles halb so schlimm und so weiter.
wäre für mich die Aktion einer Hausdurchsuchung bei Reichsbürgern vergleicht mit dem Reichstagsbrand und dem Ermächtigungsgesetz, das Adolf Hitler nachher die ganze Welt in Krieg gestürzt hat und zu Millionen Toten geführt hat. Wer diesen Vergleich zieht und dann rot-grüne Diktatur und Angst und einfach, es ist eine ganz unangenehme Person, da kann er nochmal 20 Mal süffisant in die Kamera lachen mit seinem Fake-Lachen, auch das einigt ihn mit ganz vielen anderen Extremisten, um die wir uns kümmern. Ich kann es nur sagen, beschäftigt euch mit dem Mann nicht, lasst euch da von diesen Leuten nicht Angst machen und bezahlt deren Geschäft nicht, wo sie mit eurer Angst Geld verdienen wollen, ganz einfach. Also vielen lieben Dank an 900 Zuschauer heute Vormittag, die mit uns die Zeit verbracht haben. Axel, natürlich auch für dich nochmal die Möglichkeit, ein Wort an die Community zu lassen. Mir reicht es jetzt mit Jörg Sprabe für heute. Ja, war harter Tobak und ich finde es halt sehr, sehr schlimm, dass Leute, die eigentlich vollkommen normal sind, die ein gut laufendes Geschäft haben, ja, die mit beiden Beinen im Leben stehen, auf solche Wege kommen können. Ja, also muss ich auch mal ein bisschen drüber nachdenken. Danke, dass du das Video rausgesucht hast. Danke, dass ihr dabei wart. Es war wie immer eine Freude. Heute Abend 19 Uhr kommt ein neues Video bei mir auf dem Kanal. Da spreche ich mit einem ehemaligen Nationalbolschewisten, einem Natzboll, über die Querfront und wie er die derzeitigen Querfront-Bemühungen einschätzt. Das wird hoffentlich interessant für euch. Also heute 19 Uhr gibt es eine Premiere auf meinem Kanal. Ich freue mich über jeden, der rüberkommt, ein Like da lässt und vielleicht auch ein Abonnement. Und ansonsten vielen lieben Dank, dass ich hier bei euch sein durfte. Und vielen lieben Dank, Philipp, an dich wie immer für die Einladung und die gute Moderation. Dankeschön, Axel, für deine Zeit. Und Jörg, hoffentlich findest du da wieder deinen Weg daraus. Auch das Recht hast du natürlich. Also, vielen lieben Dank, Leute. Dankeschön an alle, die das auf egal wie supporten. Mir reicht's gerade. Dankeschön. Wir sehen uns die Tage. Und ich verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste.